Hallo, liebe Mutzis, wo der Podcast schauen oder hören, und liebe Comedy-Fans unter euch. Und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder hört. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung, ich gehe wieder auf Solo-Tour. Ja? Die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Mein momentan noch aktuell Solo-Standoff. Das sind die letzten Termine. Nachher ist es definitiv vorbei. Und es wird an einigen Orten noch vorgeführt, sozusagen aufgeführt. Zum Beispiel 29. September in Vaduz, 5. Oktober in Chur. Dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere. Und 21. 22. Oktober in Basel, einmaliges Best-of. Das Beste aus 34 Jahren, so aus dem letzten Programm, was mir am liebsten gefällt, zusammentrummelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Lis, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in Rapperswil-Jona, 11. November in Baden. Dann am 13. Januar in Rheinfelden-Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollenstein, 17. März in Pfäffikon Zürich und dernière ist dann am 25. März in Basel. Ja? Für diesen Termin und noch ein paar andere könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird ganz eine tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit dem Programm und großartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort jemand anders, wie zum Beispiel in Vaduz, der Moritz Schädler. Ja, freue mich riesig, kommt vorbei, www.joelvonmutzenbecher.ch. Bis dann! Läuft! Gut, sind Sie sicher? Hast du noch genug gespeichert? 594, 96 GB. Kannst du das lesen von da aus? Ja. Ja. Ist das der Augentest? Ja, dann hat mir ein Arzt gesagt, ich habe nie einen Menschen gesehen, der so gut gesehen wie ich. Ja. Das ist über 20 Jahre her. Ich würde sich mir ein Arzt gesagt, ich habe eine beginnende, altersbedingte Sehschwäche. Ah, jetzt geht's los. Ah. Ja, also wenn du das noch kannst lesen, ist schon mal gut. Ja, da sieht man uns von der Seite auch, dann muss ich das Hemd ein bisschen. So. Kann ich nochmal Kamera 2 haben, bitte? Ja. Eins, zwei. Du bist ja, also, ja. Ich glaube, Podcast ist dir ja gängig, oder? Ich muss dir nicht erklären, wie das funktioniert. Hast du schon mal einen aufgenommen? Das ist die dritte Woche. Das ist der dritte, oder? Das ist die dritte Woche. Ja. Yeah. Und insgesamt sind es... Nein, falsch. Doch, das ist die dritte Woche. Und insgesamt sind es 10 Folgen diese Woche. 10? 10 Folgen nehme ich auf. What? Ja. Gut, aber passen noch so ein Stück. Mondstaffelprodukt, also alles, ja. Also am Montag haben wir Comedy-Männer aufgenommen. Ja. Yeah. Und also, zuerst habe ich morgen früh um 7:30 den Thermoplan-Tag aufgenommen. Ist für einen Kunden. Yeah. Kenne ich? Ja, natürlich. Dann habe ich Comedy-Männer aufgenommen um 11. Jetzt heute bin ich bei dir, das ist Nummer 3, Dienstag. Yeah. Und morgen Mittwoch habe ich 6 Folgen Thermoplan-Tag. Der ist immer gegliedert. Ein Teil mit dem Chef, yeah. Der ist wochenaktuell und ein Teil mit Mitarbeitenden. Ja, yeah, das kannst du vorproduzieren. Und die Mitarbeitenden musst du vorproduzieren. Mache ich 6 Folgen morgen. Yeah. Und nach den 6 Folgen habe ich noch einen Podcast am Bistrat mit Berto. Das ist dann die 10. Folge. Ja. Also bei dir könnte man Berufsbezeichnung Podcaster. Es würde tatsächlich passen, ja. Ich hatte es mal ganz kurz in der Bio auf Instagram und habe ich gefunden, ich nehme es mir wieder weg. Ist blöd, ja, ich bin auf Comedian. Klar, ich habe noch einen Podcast, aber Podcaster. Musst du sagen, du bist ein Comedian? ernsthaft? Ja, nein. Also, es gibt Leute, die stehen auf der Bühne, bringen Menschen zum Lachen und fühlen sich beleidigt, wenn man sagt, du bist ein Comedian. Das habe ich nie verstanden.
Also wirklich, weil der Comedian tut ja alles vereinen, oder? Es gibt dann noch die, die ganz klar wollen, definiere ich bin Stand-up-Comedian. Ja. Mein Großvater hat sich mal beschwert, dass jemand ihm gesagt hat, ich sei Komiker. Und das hat er so abwertend gefunden. Okay. Aber das ist, glaube ich, auch alte Schule. Und ich sage, du, Komiker ist der deutsche Begriff von Comedian. Also, ja, weißt du, ja. Ja, Komik. Ja. Clown, ja. Verstand ich, ja, gehört, ja. Dass einem das kann beleidigen, ja. Weil Clown ist eine komplett andere Kunstform. Ja. Ist der Ursprung? Natürlich. Vor allem? Ist nicht der Hofnarr? Der Hofnarr ist der Ursprung vor allem, ja. Aber in der, ich glaube jetzt zumindest in der darstellenden Kunst, wo irgendwie noch anders stattgefunden, jawohl, hat. Irgendwie, ich habe das jetzt gerade ein bisschen gegoogelt, wegen einer Mail, die ich gekriegt habe. Für deine Masterarbeit. Ja, genau. ist der Clown so im 16. Jahrhundert zum ersten Mal, okay, gekommen, und zwar wirklich in der Pause für die Belustigung, ja, zwischen den Akten. Okay. So. Und wann ist der erste kleinwüchsige Clown gekommen? Das weiß ich nicht. Sagen wir das, sagen wir schon kleinwüchsig. Ich glaube, das kann man noch sagen, ja. Ganz sicher. So, gut gestartet. Ja, aber nein, gestartet. Nein, aber es ist ja ein Unter, wie sagt man, eine Untergruppe. Oder eine Gruppe von... Unter ist falsch geworden. Nein. Aber es gibt einen traurigen Clown. Ja. Oder? Ja. Es gibt den tollpatschigen Clown. Genau, das sind die zwei Grundvarianten. Aber es gibt ja dann eben... Aber der kleinwüchsige Clown ist ja schon auch... Das ist aber zum Teil auch Artist. Aber der kann natürlich dann auch der traurige Clown sein. Der, ja, alles. Der kann ja auch Artist einfach sein. Ja. Ja. Kann er natürlich schon. Natürlich. Ja. Aber lustig, dass... Ich meine, eigentlich ist ja das so ein Über... Also, sicher so ein Überbleibsel aus der Zirkuszeit, dass man kleinwüchsige Menschen quasi vorgeführt hat. Früher war ja der Zirkus, komm die Frau anschauen, die Bartwuchs hat, komm den Mann anschauen mit dem haarigen Rücken. Das, ja, das große Kabinett, oder? Genau. Irgendwie die Frau ohne Kopf hat es, genau, gegeben, oder dann, zwei Köpfe. Genau. Und so hat man ja sicher dann kleinwüchsige ausgestellt. Ja. In Anführungszeichen. Ja. Und die sind dann aber dann geblieben. Ja, aber gibt's? Ich mein, die bärtige Frau, die gehst du nicht mehr schauen in den Zirkus, die ist im Eurovision Song Contest. Das ist ein grosser Unterschied. Die hat ja Entwicklung. Ja, aber auch schon länger haben. Hey, mir lädt viel zu fest über Kleinwüchsiges, tut mir leid, ich möchte niemanden beleidigen. Also. Nein, ich finde den Grundgedanken finde ich spannend, aber ich habe jetzt nicht gerade an Kleinwüchsige gedacht. Nein, ich auch nicht, aber einfach. Doch. Du bist gerade mit denen gekommen. Ja, weil als Kind sind wir ja immer im Zirkus Knie. Ja. Yeah. Und dann ist ja dann immer am Eingang ist ein Clown gestanden. Ja. Yeah. Ich bin im Fall nicht sicher, ob mir kleinwüchsig gesagt, es ist mir mega unangenehm. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der Christoph versaut sich. Sie Google Search. Kannst du bitte nachschauen, Christoph? Also es steht in der Wikipedia und nicht als etwas, wo man nicht sagt. Etwa 100.000 kleinwüchsige Menschen, okay, gut, in Deutschland. Gut. Okay, jetzt kann ich beruhigt diskutieren. Okay. Also, dann war ja immer dort der kleinwüchsige Clown gewesen, mhm, der Speedy. Ja, stimmt. Wo ich glaube, yeah, verstorben ist mittlerweile. Ja. Yeah. So. Und deswegen, wenn ich an einen Clown denke, dann denke ich als erstes an Speedy. Lustig, ich nehme immer an Dimitri, habe ich gedacht. Aha, vielleicht weil der Basler ist, oder? Ist der Basler? Ja. Yeah. Wirklich? Ist der Dimitri Basler? Also gelebt hat er im Tessin. Ja, gelebt. Yeah. Also, der Kurt Felix hat im Tessin gelebt, das war ein Ostschweizer. Also, das ist noch Menge. Also, Roger Federer lebt auch an verschiedenen Orten. Vielleicht verwechsel ich die Familie Dimitri mit Rassers. Rassers sind sicher von Basel. Ja, ja, definitiv. Ja. Es gibt ein paar Sachen im Zirkus, wo irgendwie Zeit überlebt haben. Denke ich immer wieder. Ja. Wo oft so in allen anderen Bereichen würde ich sagen, das geht irgendwie nicht mehr, aber im Zirkus geht es noch. Zum Beispiel. Ich muss aufpassen. Seit Sekunden. Bei der Knie-Dynastie musst du wirklich, glaube, ja, aufpassen, was du sagst, sonst. Ja gut, weil sind die, glaube ich, die Einzigen, die den Podcast beenden könnten? Sagen wir es mal so, wenn du mal jemals noch mitgehen mit dem Zirkusknie, so wie das der Herr Giacomo gemacht hat. Giacomo. Dann würde ich aufpassen, was du sagst. Ja, aber ich habe zum Beispiel aufgehört, komplett mit Elefanten.
Das stimmt. Russen haben es, glaube ich, noch. Ja. Aber die haben ja früher alles kontrolliert. Günstige Gastarbeiter haben Giraffen. Sie. Hast du nicht das Gespräch noch nicht gehabt mit dem Ficker Giacomo? Giacomo? Hä? Er heisst Giacomo. Giacomo, hast du das Gespräch nie gehabt mit ihm? Ja, also er erzählt, wie toll es ist. Eben? Ja. Yeah. Und das, ja, also das sind ja marokkanische Gastarbeiter. Ja. Yeah. Und die kommen alle mehr oder weniger aus dem gleichen Dorf, aus der gleichen Region. Und da haben natürlich der Zirkusknie wahnsinnigen Einfluss auf die Lebensqualität in diesen Dörfern. Ist das so? Sagt der Herr Giacomo. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen leichten Sarkasmus raushöre. Nein, ich kann es nicht überprüfen. Mhm. Ich habe mit ihm mal sehr ein intensives Gespräch gehabt über Zirkus. Mhm. Und dann hat er mir das erzählt und das hat mich beeindruckt. Weil ich fand, also wenn er mir das erzählt, dann gehe ich jetzt mal davon aus, man hat für Schweizer Farbfernsehen geschafft. Das ist ein herrlicher Mann. Das ist eine richtige Instanz, ja. Dann wird das ja stimmen. Ja, ich und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich meine, wenn jetzt, nehmen wir mal, du kommst auch aus einem kleinen Dorf, du kommst ja von Basel, oder? Das ist ja, so. Nein, wo bist du aufgewachsen? Doch, Basel. Jetzt Mühlin. Hä? Nein, ich rede nicht so. Gut, Mühlin ist ja Kanton Aargau, wissen viele nicht. Richtig. Dort endet es schon, ja. Ja. Nein, Basel-Land wäre dann halt mehr so, Laufen zum Beispiel. Laufen. Liestl, ja. Laufen. Füllinsdorf. Ja, okay, dort redet jetzt nur mal anders dann. Ah ja, also der Baselbieter tut es eher rollen. Und statt sagen, sagt man sagen. Und statt sagen, sagt man sagen. Was man sagt, ja schon sagen. Ja, aber wir in Basel-Stadt sagen zum Reden. Ah. Ja, und sagen zum Segen. Ah. Und im Baselbieter ist es genau umgekehrt. Dort ist es Sagen für Sagen und Sagen für Sagen. Gut, bist du noch rechtzeitig auf Zürich zügeln. Ich wohne immer noch zu Basel. Also, gemolden bist du zu Basel? Nein, ich habe eine Wohnung zu Basel. Und ich bin viele Zeit auch in der. Schön, wenn man sich zwei Wohnungen leisten kann. Ich zahle keine zweite Wohnung. Okay. Mein WGC muss ich aufgeben. Okay. Zurück zum, wenn man von einem kleinen Dorf. Also, jetzt kommen wir von einem kleinen Dorf und jetzt sehen wir mal an, das Dorf, sagen wir jetzt irgendetwas, ist Musarm, das ist irgendwo in Marokko, irgendwo im Hinterland und dann leben dort, sagen wir 2.500 Leute. Ja. Yeah. Und jetzt ziehen von diesen 2.500 Leuten 30 erwachsene Männer los, um in der Schweiz zu arbeiten. Ja. Yeah. Dann hat das einen massiven Impact auf das Dorf. Will die dann wieder zurückkommen und Geld aus der Schweiz verteilen? Ja. Natürlich. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der Fixer gesagt, dass sich der Zirkus Knie dann auch engagiert hätte. Oder? Ich glaube, die haben irgendwie, also es ist jetzt wirklich ganz böses Halbwissen, aber ich glaube, sie haben auch Schule gebaut und so Zeug. Okay. Ja, weil eben, sie sind dann neu aus dem Dorf rausgekommen. Ja, also, klar, ja. Jetzt sind wieder die Neuen hergezüchtet. Du kommst ja nicht mit einem Salto aus dem... Nein, das sind ja nicht Artisten, das sind ja die helfen, auf und ab. Es gibt aber auch Artisten aus verschiedensten Regionen. Selbstverständlich. So ist das, ja. Okay. Also, das ist einfach das Gespräch, das ich gehabt habe mit dem Ficker Giacobo. Das ist übrigens Giacobo, du sagst es immer falsch. Giacobo. Und wenn man das Gespräch gehabt hat, dann ist man nachher fair. Dann wird man nachher unbedingt ein Zirkusknie. Also, ja, also ich muss sagen, Zirkus hat für mich immer noch unglaubliche Faszination. Ja. Ich bin eben gerade, wo Giacomo und Miller bin ich schauen. Mhm. Und ich bin komplett fasziniert gewesen. Weil ich habe natürlich gesagt, späte Kindheitsjahr, sage ich jetzt mal, also so 6, 27, habe ich keinen Zirkus mehr geschaut. Okay. Und dann bin ich wieder mal live gesehen und ich habe das Gefühl, durch alle die Talentgeschichten, also Supertalent und was weiß ich, wo sie ja dann einfach jede Zirkusnummer eingekauft haben, was es irgendwann mehr gibt auf der Welt, hat das so ein bisschen an Glanz verloren für mich, weil du siehst dann halt irgendwie am Fernsehen und Wenn so ein Artist irgendwie zu das Supertalent auf Deutschland geht, oder? Und sagt, von wo kommst du? Yeah. Ja, also ich komme aus Tschechien, ich lebe jetzt seit 3 Tagen zu Berlin im Hotel. Genau. Aber ursprünglich bin ich von Tschechien. Was machst du? Ich mache jetzt Zirkusnummern. Okay. Komisch.
Also auch wenn sie so eine riesen Kugel haben, wo dann irgendwie sieben Motorräder drin rumfahren. Ja. Ja, das machen wir bei uns im Garten normalerweise. Ja, und jetzt kommen wir mal da zur grossen Supertalent-Geschichte. Ja, und dann siehst du es wieder mal live und dann musst du sagen, okay, es ist schon sehr eindrücklich. Das stimmt. Ich nehme mir dann einen Schluck Wasser. Mach du das. Zuerst einmal, wie geht es dir? Gut, geht mir sehr gut, danke vielmals. Du hast einmal verschoben. Ja, ich habe eine Lungenentzündung gehabt. Ja, das ist kein Spass. Das ist kein Spass. Ich bin mit meinen Herren 5 Tage auf Mallorca gewesen, nachher 10 Tage krank. Und die anderen haben nichts gehabt? Einer war auch angeschlagen gewesen. Ja, aber keine Lungenentzündung. Aber glaube Covid oder irgendwie. Nein, Angina hat er gehabt. Ja. Das ist jetzt eigentlich wie, wenn Amis nicht sagen, dass sie von Amerika sind, sagen sie auch von Kanada. Ist das so? Ja, immer. In Europa, sie sagen immer Canada. Und ich glaube, das Gleiche ist jetzt mit Covid und Angina. Es ist so, ich bin getestet, das war negativ. Nein, aber ich sage nur, die Leute sagen dann eben, nein, es war kein Covid, gewesen, Angina. Ja gut, also, ist jetzt beides unangenehm. Aber Covid ist mir ein Schimpfwort. Weißt? Ist das so? Yeah. Empfindest du das so? Ich habe 4 oder 5 Mal Covid. Ernsthaft jetzt? Und jetzt eine Lungenentzündung. Das heisst, du hast eine richtige 22 Abwehrkraft. Voll. Null. Das ist so, ja. Was, 4, 5 Mal hast du gehabt? Ja, also ich hatte das allererst gehabt, kurz vor dem Lockdown. Ja. Also vor dem Lockdown. Vor dem ersten? Ja, also Lockdown ist ja das nicht gewesen, aber einfach so. Bei uns, ja. So. Die Einschränkung. Kurz vor den grossen Einschränkungen, da bin ich verrissen gewesen. Zuerst ein schönes Schmorfleisch auf der Herd. Das mache ich gerne am Sonntag, so, wenn ich so richtig lang einkoche, ein Stück Rindfleisch. Okay. Bin dann gewesen, laufen und komme zurück in die Wohnung und normalerweise haben die so 1,5-2 Stunden ein Stück Fleisch auf dem Herd. Und du machst Haustür auf, dann erschlägt die doch so. Weißt du, im Februar erschlägt die Wärme und der Geruch, oder? Und ich mache die Tür auf und alles, was mir entgegenkommt, ist Wärme. Einfach nichts mehr geschmeckt. Gell? Und dann auch keinen Geschmack mehr gehabt. Null. Und dann habe ich einfach gemeint, ich sei verkältet. Weil zu dem Zeitpunkt hat noch niemand gewusst, dass ein Geschmacks- und Geruchsverlust. Das war ganz am Anfang. Das war im März. Und dann, gut, ich bin halt verkältet, bin normal, einfach weiter überall rum gewesen, bin arbeiten, ich habe schon nichts gespürt, einfach ein bisschen verstopfte Nase gehabt und halt keinen Geschmack. Und dann irgendwie 2 Wochen später heisst es, ja, eines der häufigsten Symptome ist Geschmacks- und Geruchsverlust. Ich dachte, oh, okay, dann habe ich es, glaube ich, gehabt. Und dann bin ich letzten Sommer an einem Familienfest gewesen. Wo jemand war. Immer gefährlich. Wo jemand war, der in einem Labor arbeitet. Was lachst du jetzt so? Das fängt gut an. Wo sie mit dem Virus arbeiten. What? Mhm. Und die hat dann zum Spass von allen, die wollten, Blutproben genommen, um zu schauen, was hat man gehabt. Oder? Weil die sind dran, quasi am Isolieren. Also jetzt gibst du in so einen Tropfen Blut. Und dann kannst du dir sagen, welche Variante hast du gehabt. Und wie stark bist du geschützt? Ja. Oder? Weil es kann ja sein, du hast es gehabt und hast jetzt, ich sage jetzt Schutzstufe, keine Ahnung, 3 von 10. Es kann aber sein, du hast es gehabt und hast Schutzstufe 8 von 10. Oder? Ja. Und so kann man dann schauen, muss jemand impfen oder muss er nicht impfen. Also an dem sind die am Forschen, dass die da verlässliche Werte in dem Sinne haben. So habe ich es verstanden, vielleicht wäre ich es auch falsch. Tatsache ist, ich habe dann dort mein Blut gegeben und dann ist rausgekommen, ich habe Alpha gehabt und Beta. Oder? Vom Beta habe ich gar nie etwas gemerkt. Oh, Alpha, also... Die allererste. Absolute Ursprung, ja. Ja, eben ganz am Anfang, noch vor dem Lockdown, oder? Das, ja. Die allererste. Und von Beta habe ich gar nicht gemerkt, habe ich aber offensichtlich gehabt, aber nie krank gewesen. Ja. Und dann irgendwann habe ich noch Omikron gehabt, das weiß ich, weil das recht hoch war, da hat es mir mal einen halben Tag, einen Tag weggelegt. Ja, und dann habe ich es wahrscheinlich noch mal einmal gehabt, weil ich es nicht gemerkt habe. Und wahrscheinlich jetzt zu Mallorca auch noch mal. Aber und dann hat es sich gewandelt. Immer, der Test ist immer negativ. Dann hat es sich gewandelt in eine Lungenentzündung. Ja. Ah. Genau. Ja. Hast du dann mit Geschmacksverlust hast du dann auch die Phase gehabt, wo alles nach Essig geschmeckt hat? Nein, das wäre ganz schlimm. Ich hasse Essig. Wirklich? Ja. Weil das ist meine damalige Freundin, die hat es auch ganz am Anfang gehabt. Und dann hat mir auch noch nicht von diesen Symptomen gewusst. Und dann hat sie gesagt, es stinkt nach Essig. Du stinkst nach Essig. Und ich so,
Das sind Verlader rum, oder wieso? Ja, wegen dem. Es geht nicht mehr. Essig. Sorry, dass du Essig schmeckst, ja, kann nicht sein. Würde ich verstehen. Nein, und dann auch, was spannend ist, dass sonst bei einer Verkältung hast du ja noch so, ganz kurz hast du ja manchmal noch irgendwie, schmeckst du etwas. Mhm. Irgendwann ganz kurz. Und dort ist sie dann einfach komplett weg, oder? Also alles? Rohe Zwiebel hat sie drei Bisse. Egal was. Nada. Egal was. Das finde ich auch faszinierend. Und das hat lang gedauert. Ja. Yeah. Das hat lang gedauert. Ja. Sicher 3-4 Wochen. Mm. Ja. Gut. Lungenentzündung überstanden. Ja. Schön Antibiotika reinpfiffen. Natürlich. Ja. Das volle Programm. Ja. Und du bist effektiv... Ja, ich bin effektiv... Flachgelegen. Ja, so richtig. Also ja. Ich glaube... Ich habe sogar Fieber gehabt. Ich glaube, ich habe als Kind das letzte Mal Fieber gehabt. Da bin ich hier krank. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal Fieber gehabt habe. Wirklich so mit, ich mag jetzt nicht mehr aufstehen. Ich mag jetzt nicht arbeiten. Ja. Das habe ich, glaube ich, wirklich als Kind das letzte Mal gehabt. 5 Tage Mallorca. Du bist eigentlich froh, dass du nur eine Lungenentzündung hast. Offensichtlich. Aber wir sind nicht am Ballermann gewesen, muss man sagen. Wir sind nicht in El Arenal gewesen, sondern wirklich nur... In Palma und im Hinterland. Mhm. Ganz schöne Inseln. Mega! Mega feines Essen. Weltklasse. Sehr nette Leute. Guter Cava. Ja, was ist Cava? Wein. Ja, also Schaumwein. Schaumwein. Mhm. Ja, bist du ein Schaumwein drin? Ja, ja. Ich bin so ein. In Basel trinken sie Cava. Alles klar. Ja, Bier ist aber auch gut. Bier ist sehr süffig. Ja, 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 einfach alles. Das ist einfach. Gutes Olivenöl und so. Yes. Und essen. Nein, das war cool gewesen. Ja, es wird ja oft das italienische Olivenöl gelobt, aber das spanische Olivenöl ist meistens das, was nicht ganz so 100-mal durch den Abfall gewälzt worden ist. Das ist das beste Olivenöl. Welches? Das kretische. Das kretische? Das von Kreta. Ja. Yeah. Kreta war das beste Olivenöl. Die haben aber schon auch nichts auf der Insel. Also wenn man als Kreta war, ist nichts Schönes. Aber Olivenöl. Aber das Olivenöl, Sensation. Nein, also das ist jetzt böse. Natürlich ist Kreta eine hochkulturelle, tolle Insel. Aber ich habe die karg. Und das ist jetzt nicht so eine sehr grüne Insel. Yeah. Also zumindest nicht dort, wo ich war. Aber schöne Ausgrabungen und so. Also, wenn man sich für Ausgrabungen interessiert, kann man das dort anschauen. Wenn man sich für Olivenöl interessiert, kann man es auch anschauen. Wenn man gerne gedämpfte Tomaten hat, dann kann man auch dort hin, weil das gibt es überall. Ja. Yeah. Was sind denn deine Interessen? Eben, wenn du jetzt in Kreta bist, oder auf Kreta bist. Ja, gesagt. Definitiv Ausgrabungen, gedämpfte Tomaten und Olivenöl. Ja. Und bin ich ja gegangen. Wirklich? Bist du für das? Nein, Kreta, also ja, nein. Also Olivenöl auf jeden Fall schwer zu empfehlen. Ja. Das Beste, muss man mal schauen. Du bist eher ein food-affiner Mensch. Ja, ich muss schon sagen. Ja, also es ist schon nur, wenn jetzt... Aber ich bin Schnäderfräs. Ganz wenig gern. Wirklich? Ja. Weil ich nicht gerne Essig habe. Das erschwert sich mein Leben. Ja gut, aber also abgesehen von Vorspeisen-Dressings. Ja gut, aber das, weißt, das passiert so schnell, dass da irgendetwas ist mit Essig drin. Ketchup. Ja. Wirklich? Ja, sicher. Das Geilste ist ja englische Chips, also so fette Pommes frites mit Essig. Nein. Oder stell dir vor, du bist irgendwo, bist 4 Stunden gewandert, wunderbar, dann kommst du irgendwo so einer Hütte an und denkst, ja, jetzt ein kaltes Plättchen. Mhm. Und dann bringst du wirklich ein kaltes Plättchen, wunderbar, mit frischem Brot, mit so regionalem Fleisch, mit regionalem Käse, richtig geil. Und dann schlunzen sie noch so ein paar Essiggurken drauf oder so ein paar Zwiebeln, oder? Ah, das längt schon, das ganze natürlich. Fleisch verteilt, ist gerade gelaufen. Raclette in dem Fall, musst du auch aufpassen. Wieso? Ja, wenn du jetzt daheim machst, ist ja klar. Ja. Aber wenn du jetzt nicht mehr an einem Stand bestellst, jawohl, dann kommt ja oft noch schnell ein Gürtel. Und, ja gut, und, dann kann man, und, das kann man ja sagen. Eben, dann musst immer dir bewusst sein. So. Ja. Okay, also klar, alles eingelegte. Ja. Und was ist so mit dem dickflüssigen Siesse-Balsamico-Ding? Nein. Geht auch nicht? Nein, Essig. Das ist schon Essig. Ja. Für mich ist das schon Zies. Für dich, ja. Nein, eigentlich nicht. Syri? Ich glaube, es ist glaub, schon einfach im Kopf hin. Ich glaube, ich könnte es schon lernen, aber es ist jetzt wieder spät. Weißt du? Bist schon in dieser Phase. Ja. Du findest, komm, also etwas Neues muss jetzt auch nicht mehr sein. Jetzt will ich Kaffee trinken. Und was ich heiße, wenn ich heiße
Kaffee abgelehnt habe in meinem Leben. Ja. Yeah. Willst du einen Kaffee? Ich denke, was trinke ich Kaffee? Ich habe einfach nie angefangen. Ja. Yeah. Das ist zu spät. Also, was soll ich jetzt noch? Ich habe mit 27 angefangen. Das ist doch doof! So richtig habe ich mit 27 angefangen. Unglaublich. Ja, dort ist es noch passiert. Aber es ist gut, weil dann habe ich aufgehört mit Red Bull. Wenigstens da. Ja, wenigstens. Ja, aber jetzt, wenn du erzählst, so wie du den Rindsbrot gemacht hast, also ja. Das Schmorfleisch ja. Und so. Ja. Kochst du viel? Ja, wenn ich Zeit habe. Ich koche eigentlich gerne, ja, zum Wochenende vor allem. Ja. Ja, ja. Ich mache ein schönes Stück Fleisch, ein bisschen Nudeln, ein bisschen Spätzle, ein bisschen Gemüse dazu. So. Wie die Annemarie Wildeise, die wäre stolz auf mich. Kennst du die Annemarie? Natürlich. So wie, ich koche so wie, ich bin eigentlich eine geborene Wildeisen. Also eigentlich, was man so... Michael Schweizer, geborene Wildeisen. Also was man so im Landgasthof Ochse, als die... Aber gut. Eben, als die guten Menüs kriegt. Ja, so, ja. Genau. Ja. Oder im Bären oder alles. Ja, genau, genau. So. Sehr schön. Das ist nämlich auch meine Küche. Ich kann es nicht so oft essen. Ja. Das heisst, eben so deutsche Küche finde ich auch Weltklasse. Das ist auch immer schön. Ja. Knödel und so Zeugs. Oder? Das muss ein bisschen... Buletten. Ja, genau. Das muss ein bisschen krachen. Ja, genau. Das stimmt, ja. Gut, was hast du sonst für Interesse? Ich weiß so wenig über dich. Ich kenne dich eigentlich... Wie will ich sagen? Ich kenne dich gut, so zwischenmenschlich, aber ich weiß nicht über dich. Ja, also ich habe viel zu viel so Interesse und Hobbys. Zu viel? Ja, also es gibt doch so Menschen, sagen wir so, das ist jetzt, die lieben ihre Modelleisenbahn. Ja, und die sind jede freie Minute, stehen die im Keller unten an ihrer Modelleisenbahn. Ja. Es gibt nichts anderes. Und wenn sie mal weggehen in die Ferien, gehen sie an einen Ort, wo es eine grosse Modelleisenbahn hat. Genau. Oder? Und sie gehen auch mit einem speziellen Zug. Genau. Weil sie kennen den in- und auswendig. Genau. So. Ja. Und so bin ich nicht. Ich habe halt einfach mega viel verschiedenes Zeug und dann ist mal das ein bisschen mehr und dann ist mal das ein bisschen weniger. Aber hast du also, ich habe das bei mir, so super intensive Phase, wo wirklich, wo du wie so die Ärmel nimmt, wo du so merkst, jetzt ist das gerade ein mega Interesse von mir. Und dann kann es drei Monate später kann es wieder so langsam wegschmerzen. Ja, es ist schon immer so wellenartig, mehr mal weniger, aber so super intensiv eigentlich nicht. Okay. Sag mal irgendein Thema. Ich versuche, du sagst irgendein Thema, ich versuche, den Link zu finden zu mir. Also ich habe irgendein Hobby. Irgendein Hobby. Ja, also es gibt ja die, also Wandern hast du erzählt. Ja. Oder? Das mache ich gerne. Ja. Das ist in der Schweiz ein klassisches Hobby, oder? Aber jetzt nicht jedes Wochenende, aber so ein paar Mal im Jahr gehe ich schon auf eine Wanderung. Wirklich? Ja. Mit Routen raussuchen und SAC heute reservieren? Nein. Aha. So Tageswanderungen, ohne übernachten. Okay. Vor allem im Berner Oberland. So, dann in deinem Kollegenkreis sind viele mit Aviatik sehr begeistert. Ja. Ich habe zum Beispiel Flightradar. Ja. Habe ich auch auf dem Handy. Oder? Und wenn ich jetzt fliege, wenn nicht, interessiert es mich nicht so, oder? Aber wenn ich jetzt fliege, dann schaue ich genau, okay, wo kommt der Flieger her, wo geht er nachher her, wie alt ist er und so weiter. Das schaue ich dann alles nach. Ja. Also das definitiv. Oder wenn irgendwelche Flüger-News in der Zeitung sind, dann verschlinge ich das. Oder? Jetzt ist zum Beispiel gerade Piloten, haben irgendwie 2,3% mehr Lohn rausgehandelt. Oder? Dann richtig. Ich so Zeug. Yeah. Oder wenn irgendwo eine Maschine runtergeht oder irgendwie so, dann verfolge ich das. Mhm. Und dann habe ich dann Kontakt mit meinen Flüger-Nerds-Kollegen und dort einmal dazwischen so ein bisschen droppen, um zu sagen, ich habe den Fall auch mehr gelesen. Es würde jetzt nicht als ein Hobby von mir bezeichnen, aber Flightradar auf dem Handy, ganz klar. Habe ich auch. Ja, trotzdem. Aber ich hatte den Peak Finder auf dem Handy. Ja, den habe ich auf dem Handy. Und bin aber noch nie auf den Berg gestiegen, weißt du? Ja, aber ja. Aber es geht so ein bisschen zusammen mit dem Wandern, oder? Ja, dass ich so weiss, ich schaue jetzt da aufs Rieblihorn. Genau, ja. Und der Montepulciano. Das ist doch ein Wein. Yes. Aber das ohne Scheiß, ich finde nichts geiler als beim Peak Finder so richtig rauszoomen, dass du einfach mal alle die Bergnamen liest. Ja, da gibt es so. Kracher. Ja. Wo wirklich? Gibt es lustige Namen? Oh yeah. Ja. Oh yeah. Also, dann könnt zum Beispiel aber auch Hobby, anscheinend habe ich das, ist mir gesagt worden, Sport ist mein Hobby. Obwohl ich keinen Sport mache, konsumiere ich wahnsinnig viel Sport. Oh, konsumiere nicht viel Sport. Nicht? Nein. Okay. Aber früher, also jetzt haben wir es schon, zum Beispiel eine sehr intensive Zeit gegeben, da habe ich jedes Spiel vom ZSC gesehen, zumindest daheim im Hallenstadion früher noch, jetzt sind sie ja umgezogen auf Altstädt, auf Schlieren. Eins von beiden.
Und die meisten Auswärtsspiele. Immer Saisonkarten gehabt, die sind so gelochen gewesen, dass ein Löchchen bekommt. So. Mhm. Das war in den 90er Jahren gewesen. Jedes Spiel. Hardcore ZSC-Fan. Ja. Das war intensiv. Ich war mit 14, ich habe kürzlich mit meiner Mutter mich darüber unterhalten. Ich meine, ich war 14, 15 gewesen. Sind wir in das Hallenstadion. Das war noch das alte Hallenstadion gewesen. Ja. Wo noch geraucht wurde, wo gekifft wurde. Und wenn du heimgekommen bist, du hast gestunken nach Rauch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist eigentlich super. Das war die perfekte Ausrede gesehen für Leute, die nicht. Und ich bin auch wirklich tatsächlich der Einzige in unserer Gruppe, die nicht geraucht hat. Wir sind so, je nachdem, wie viele wir waren, sind so zwischen 5 und 10 Leute gewesen, so aus der gleichen Region. Und die haben alle geraucht. Ich bin der Einzige, der nicht geraucht hat. Immer gleich gestunken nach Rauch wie alle anderen. Also ich hätte es mir locker auch erlauben, aber es hat mich nicht so interessiert. Ja, da bin ich wirklich viel Sport schauen, ZSC. Das war aber eine andere Zeit gewesen, früher. Das war nicht mehr das Gleiche heute. Ja, aber ist das wegen Sport gesehen oder, was halt oft eben ist, in so Teenager-Zeiten, irgendeine Form von Zusammenhalt, von Aufgehobenheit? Also so höre ich immer, wie viele Leute in die Fankultur kommen, oder? Weil irgendwie so eine große Familie und die sind auf ein paar Dudes gesehen, die auf dem Match sind. Mich hat einfach das, oder die Szene in dem Hallenstadion, das hat mich einfach fasziniert. Das, was dort abgegangen ist. Das, habe ich noch nie so gesehen. Vorher und nachher nie mehr. Oder? Also du musst dir vorstellen, irgendwie um 6 Uhr ist die Halle aufgegangen, oder? Vielleicht ist es 6:30 gewesen, oder irgendwie so eine Stunde, zwei vor Matchbeginn. Yeah. Und dann sind einfach 1000 Leute vor dieser Halle ausgestanden und haben gewartet, bis endlich die Türen aufgehen. Yeah. Dann sind die Türen auf und sind alle reingerannt, oder? Weil du hast dann, im Hallenstadion hat es keinen Sitz gehabt, keine Sitzschale, sondern eine Bank. Ja, yeah, genau. Und alles Bank gewesen. Jetzt haben wir ein normales Spiel, 5 Personenbank, 5 Leute. Oder? Das gut besuchte Spiel, 5 Personenbank, 6 Leute, oder? Playoffs, 8 Leute, oder 9, oder? Die sind einfach reingefüllt worden. Ich behaupte heute noch, die haben dort ein Spiel gezeigt vor 16.000, 17.000 Personen. Die haben einfach Menschen dort reingelassen. Yeah. Die sind überall gestanden in dem Hallenstadion in den 90er Jahren, oder? Und dann bist du halt dort rein und dann hat es die Reich gegeben, oder? Jeder gewusst, da ist die Gruppe, oder? Und du hast einfach, wenn jetzt du gekommen bist und hast gefunden, hey, ich muss jetzt mal ein Match schauen, in den sogenannten dritten Rang links, die unnummerierten Plätze. Und du hast zwar ein Billett kaufen, aber bist garantiert nicht gesessen. Weil es hat keine nicht reservierten Plätze gegeben. Yeah. Außer auf der anderen Seite nennen. Oder? Aber auf der Seite, wo die Zürcher waren. Oder? Und dann sind immer, die Leute sind rein und haben dann ihre Schale ausbreitet und ihre Sachen. Yeah. Damit das reserviert ist für die ganze Gruppe. Und irgendwann ist dann das voll gewesen. Und das sind alles, oder? Die Fans dort, die sind alle deutlich älter gewesen als sonst in den Fankurven. Oder normal, wenn du jetzt in eine Fankurve gehst, dann ist es gross, so, also ich will nicht fast sagen, aber so, sagen wir so zwischen 17 und 25. Mhm. Oder so die Ultras, oder? Oder so die Hardcore-Fans. Oder? Yeah, yeah. Natürlich gibt es nicht mehr solche, die ein bisschen älter, ein bisschen länger dabei sind, aber so. Aber im Normalfall. Im Normalfall. Yeah. Und dort hat sehr viele wirklich alte Leute gehabt, oder? Mhm. Und zum Beispiel, die haben währenddem, dass in anderen Stadien schon längstens Musik gespielt wurde, ist während der Unterbrüche, haben das ZSC-Fans einfach nicht zugelassen. Oder? Weil sobald irgendwie Musik an ist, oder, das Spiel schon unterbrochen, weil irgendwie Backwuss wieder aufs Pulli, und dann kommt sofort in den anderen Stadien kommt Musik. Hey, wenn die Musik laufen lässt, das ganze Stadion tobt, oder? Und die sind mega schlecht gewesen. Oder? Also, die haben immer so knapp Playoffs nicht geschafft oder knapp Playoffs geschafft, oder? So auf dem 8. Rang. Aber immer 10.000 Leute. Yeah. Oder? Bern war der zweitmeistbesuchte Club in Europa und dann der ZSC. Bern hat aber den Meistertitel gespielt. Mhm. Die waren mega stark in den 90er Jahren. Mhm. Und die ZSC haben zwischendurch mal noch abgestiegen und so, vor allem Anfang der 90er Jahre. Und das ist einfach dort rein, das ist ganz, also einfach auch. Es war sehr grusig, oder? Es ist viel geraucht worden, oder? Es ist eine vulgäre, grusige Sprache, gut, das ist heute noch so, oder? Aber halt einfach viel einfach erwachsene Leute, oder? Und nicht einfach nur so Kinder und so, und einfach auch so ein bisschen ironisch und dreckig und fies und einfach, es war eine ganz spezielle Stimmung. Ja. Yeah. Wie ich das heute, also,
Kannst nicht, oder, also ich sage jetzt nicht, die machen heute schlechte Stimmung oder es war eine bessere Stimmung oder so. Oder heute ist es schlecht. Es ist einfach anders gewesen. So, das ist so eine, einfach so ein Organismus gewesen, yeah, an Kiffer und Säufer. Ernsthaft. Was sich haben können versammeln. Und, was sich dort versammelt, yeah, haben, einfach zwei Stunden lang dumm da und primitiv da und so, oder? Und einfach, es ist geraucht worden, bis du nicht mehr auf die andere Stadionseite rüber gesehen hast, weil es so viel Nebel gehabt hat. Und halt einfach, und halt auch lustige und so spezielle Stimmung dort drin, wie teilweise auch die Spieler angeführt worden sind und so, oder eben auch gecast worden sind. Ja. Yeah. Stich nicht mehr alles jetzt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen woker, jetzt darf man natürlich so Sachen nicht mehr sagen, die man da teilweise gesagt hat. Ja, und es ist ja wie in allen Bereichen mit der Professionalisierung, ja, geht natürlich auch die Subkultur ein bisschen weg. Genau. Oder? Und das ist ja das, was dann passiert ist, oder? Dann ist ja dann irgendwann das C völlig am Boden gewesen, finanziell. Ja. Oder? Das war Ende 90er Jahre, gewesen, Anfangs 2000er irgendwie so. Und dann ist der Walti Frey gekommen, der hat irgendwie mit 8-mal versucht, mit GC aufzusteigen. Hat es nie geschafft. Gleichzeitig hat GC einfach keine Fans im Eishockey. Es hat einfach niemand interessiert. Die sind da in der, wie hat die Halle geheissen, nebendran? Ich weiß gar nicht mehr. Oder? Und dann irgendwann hat er gefunden, ja gut, jetzt ZSC am Boden, und haben das gekauft. Und haben die Pressekonferenz gemacht und gesagt, wir sind jetzt neue Zürich Lions. Und dann, ah, ja, dann hat es die Fans durchgedreht. Stimmt, ja. Yeah. Zürich Lions. Yeah. Fall, oder? Und dann hat man den Rückzieher gemacht. Gut, dann sind wir halt ZSC Lions. Oder? Und dann sind aber wirklich eigentlich über Nacht, ich weiß jetzt nicht mehr, ich muss schauen, nicht falsch sagen, aber 2.000 bis 3.000 Fans einfach nicht mehr kommen. Mhm. Wo sich dann nach und nach wieder aufgebaut hat. Ich glaube, sie haben heute einen ähnlichen Zuschauerschnitt wie damals. Oder? Aber es sind viele Leute, sind nicht mehr gekommen, oder? Und so der alte ZSC-Geist in dem Sinn ist dann dort nach und nach verloren gegangen. Klar, ist noch, als sie das erste Mal Meister geworden sind, wieder nach irgendwie 1900, schieß mich tot, oder? Dort war natürlich schon einmal voll und gut, da hat man dann schon mal gefunden, ja gut, dann darf der Frey ja sagen, es heisst Lions und so, dann war wieder nochmal grosszügig gewesen, oder? Ja. Yeah. Glaube ich. Und halt auch, aber spätestens dann, wo das Hallenstadion umgebaut worden ist und das Rauchverbot ist durchgesetzt worden und so, oder? Also das war ein Zeug, wie die das Rauchverbot drin haben müssen durchsetzen. Hey, ich bin mit meinem damaligen Chef, den ich noch in einer Videothek geschafft habe. Ja, und mein Chef, der Edgar, hat er geheißen. Ja. Fucking Legende. Gewesen. Und der hat halt so richtig so Classic Rock, das ist sein Ding gewesen, oder? Und dann hat er gesagt, dir zeige ich jetzt mal richtig geile Musik. Mhm. Und dann hat er mich eingeladen ins Hallenstadion, ja, was eben gerade frisch umgebaut worden ist, ja, immer Status Quo. Ja. Aber immer ein Garant für gute Stimme. Absolut. Hast du schon mehrfach live gesehen? Ja, jetzt so geil gefunden. So, und dann hat er sich zu Tode aufgeregt, stundenlang ab dem Rauchverbot. Ja. So, jetzt bin ich da an einem Rockkonzert und man darf nicht mehr rauchen, das ist ja ein Scheiss-Track. So, und dann alle haben aber gleich noch ein bisschen geraucht. Das ist so die Phase. So heimlich. Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit überall so Rauchwolke gesehen. Von, haha, dort. Und Security hat es auch noch nicht so ganz strikt durchgesetzt. Ja. Die sind so ein bisschen gesehen, hey, gut, mach weg. Ja. Und dann haben sie zugeschaut, wie die Person sich wieder rein anzündet. Und dann haben sie gefunden, komm, scheißegal. Ja. Aber ja, klar. Also, ich bin heute froh drum, oder? Also, ja, logisch. Keine Diskussion, aber es ist einfach... Es ist immer, eine Umgewöhnung braucht immer, genau, Zeit, oder? Es ist eine andere Zeit. Ich meine, damals im alten Hallenstadion, du musst dir vorstellen, die Leute sind auf den Stegen gesessen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Fluchtweg. Guck jetzt mal, yeah, in einem Stadion auf den Stegen. Wie, yeah, viele, yeah, Sekunden geht es, bis einer kommt, sagt, Fluchtweg stehen auf, oder? Yeah. Und ist auf den Stegen einfach, auch in der Pause, einfach hocken bleiben. Die Leute sind, wenn du die Stegen abhast willst, hast du müssen über die Leute reinklettern. Die sind so ein bisschen auf die Seite, so, yeah, ein bisschen, weil es sind die einzigen Sitzplätze gewesen, die sie bekommen haben. Yeah. Oder? Weil sie ja mehr Leute reingelassen haben, als was ein Sitzplatz gab. 100 Pro. Da würde ich gerne mal mit einem Verantwortlichen aus dieser Zeit reden, und mal hören, wie viele Leute haben die damals, ich meine, da weiss ich noch, wo der ZSC der Playoffs war gegen Lugano, mit dem Krutov, das war ein Russ. Mhm. Das waren die guten Russen. Das ist natürlich immer noch ein Haufen gute Russen. Das war eine Legende.
wirklich, der ist einer, der hat als einer der besten Hockeyspieler der Welt geholt, hat seinen Zenit zu dem Zeitpunkt schon überschritten gehabt, yeah. Ist schon ein bisschen leicht übergewichtig gewesen, oder? Und hat einmal Sauerstoff gebraucht. Mhm. Oder also so ein bisschen in der Pause oder so, haben sie gesagt, ja, Krutoff ist wieder im Sauerstoffzelt. Und ist auch nicht mehr so... Also, ein, so ein bisschen der Balotelli von... Ja, von der ja, damaligen Zeit. Genau. So. Aber halt einfach immer noch ein Auge, vielleicht nicht der schnellste, aber ein Auge und einfach immer noch schnelle Hände, oder? Mhm. Und dann entscheidendes Spiel gegen Lugano, wo damals einer von der... Aber zwei Erzfeinde gegeben, Lugano und Kloten. Nach diesem Spiel hat es immer geklopft, immer. Ja. Yeah. Und dann gegen Lugano, oder entscheidendes Spiel, entscheidende Penalty und der Krutoff macht sie rein. Mhm. Du kannst mir nicht sagen, dass in diesem Hallenstadion nicht mindestens 15'000 Leute waren. Die haben ja einfach die Leute reingelassen. Yeah. Wir waren so eng dort rein, gewesen, die sind überall gestanden. Irgendwo, wo es irgendeinen Platz gegeben hat, bist du einfach drauf klar, ohne auf den nummerierten Plätzen nicht. Aber oben durch 100%. Da will ich gerne mal mit einem reden aus dieser Zeit, wo irgendwie so Sicherheit gemacht hat in den 90er Jahren oder irgendwie so. Immer beten, dass nichts passiert. Ja, oder, so. Ja, ja. Ja. Oder auch später, ich glaube 1998 war es, Playoff-Serie gegen Bern. Der ZSC auch als Letzte, Bern als Erste. Und dann haben sie die fast an den Rand vom Scheitern gebracht, Berner. Oder? Und die haben aber die Partie, also respektive die Serie noch gekehrt. Die haben irgendwie siebenmal geschlagen. Nein, das war Best of Five. Egal. Aber einfach, das Stadion war rappelvoll gewesen. Also, das ist sehr spannend, das mal zu hören. Ich habe logischerweise als Basel nie einen massiven Bezug gehabt zu... Ist okay. Ist okay? Ja. Ich arbeite, bei uns war es immer zu warm. So. Das ist gut, das Basel Problem. Gilt ja als eine von der Schweizer Städte mit den meisten Sonnentagen. Ist so. Es ist effektiv lustig, so. Aber es ist so. Ja. Und es ist immer so 2-3 Grad wärmer im Schnitt. Das ist effektiv so. Wir haben den Klimawandel schon seit 15, 20 Jahren. Im Nordwesten ist der schon lang. Ist der schon lang. Nein, aber ich habe gerade vor ein paar Tagen habe ich so eine natürlich Netflix-Doku geschaut über nicht NHL, sondern die Liga drunter. AHL. AHL. Ja, genau. Ja. AHL-Team, ja. Wo irgendein Mafia-Boss, ja. Sein damals 17-jähriger Sohn, ein Eishockey-Club, also eigentlich zuerst gehaust hat. Sag mir etwas. Die Trashers haben sie dann geheißen. Ja. Und sie haben Trashers geheißen, weil der Mafia-Boss, der ist sehr gut im Trash-Business gesehen. Das ist einfach schon eine großartige Prämisse, oder? Und es ist komisch, aber das Trash-Business läuft mega gut. Ja. Entsorgung. Ja. Bestes Business ever, oder? Mhm. Und dann kauft er seinem 17-jährigen Sohn, weißt du, noch zu der Zeit, eben, also, keine Ahnung, an die 90er, Anfang 2000er, hat ausgesehen frisch von Limp Bizkit, der Dude, oder? Ja. Und der ist so 17 und der macht jetzt den Eishockey-Club. So, mhm. Oder? Und da haben sie aber ganz geiles Shit gemacht. Irgendwie so, der hat gecheckt, wie das Marketing richtig funktioniert. Mhm. Und hat als erstes hat er gesagt, ja klar, wenn man eine Eishockey-Mannschaft hat, dann braucht man den Gretzky, oder? Mhm. Jetzt ist natürlich nicht der Wayne Gretzky gesehen, sondern der Brent Gretzky. Einfach irgendeiner, der Gretzky heisst. Das ist der erste, den sie ins Team geholt haben. So, und dann hat irgendwie NHL so einen Lockout gehabt, wegen irgendwelchen Protesten, ja. Und bla und bla. Und dann haben sie tatsächlich irgendwie auch noch so eine Kracher können holen. Yeah. Und ihr Motto ist gesehen, sobald das Spiel anfängt, ein Fight. Einfach immer. Ja. So, und mit dem haben sie eine riesen Fangemeinde gekriegt von Anfang an und es ist gelaufen wie Sau und sportlich ist es ein bisschen nebensächlich gesehen, weil sie haben oft nur Prügel geholt, okay. Die ganze Zeit. So, sobald es losgeht, nie einen um und machen kaputt. Jetzt so. Sagt man irgendwie, weil ich das echt schon gesehen habe. Hey, wenn nicht, dann musst du schauen. Okay. Das ist von dieser Untold-Serie. Okay. Serie. Mhm. Ja, die Lockdown. Und zeitgleich... Ja. Zeitgleich hat das FBI natürlich schon stark Investigationen geführt. Und am Schluss haben sie, glaube ich, eine Saison haben sie auch gekriegt. Aber es ist richtig, es ist richtig geil. So. Ja, das ist ein NHL-Lockout. Also, wann war das? Hat es eine mehrere gegeben, ich glaube 96 oder so, 97, wo der Doug Gilmore auf Rapperswil kam. Der Doug Gilmore ist auf Rapperswil gekommen. Stell dir vor, es ist spanische Liga oder italienische Liga oder französische Liga, yeah. Lockdown, oder? Und der Messi kommt zum FCC. Das ist wirklich so... Also, oder zum FCB, ja.
Ja, dort würde jetzt vielleicht nicht gehen. Sicher. Ja. Rot-Blau, weißt du, nach Barcelona, ja, nach Paris. Das sind alles die gleichen Farben. Okay, da muss er sich nicht neue Farben merken. Mhm. Mhm. Ja, klar. Das ist wirklich krass gewesen. Ja, oder der, der Balotelli geht auf Sion. Oder der, das ist auch speziell. Oder der, weißt du, Gattuso. Ja. Weltklasse, ja, oder? Aber er hat ja gerade nur eine halbe Saison gespielt. Ja, natürlich, aber du holst sie einfach. Ja. Mein Lieblingsmove war, wo der Constantin einmal das SMS vom Del Piero im Blick gezeigt hat. Wo der Del Piero ihm abseit. Okay, zumindest hat er abgesagt. Eben, aber so richtig italienisch, mit irgendwie, es bricht mir das Herz, ja, siebenmal. Meine grosse Liebe, ja, Christian, aber ich kann leider nicht kommen, ja, sei mir nicht böse und ich werde immer für dich da sein. Ja. Weißt du, das ist der Ärmste, oder? Das hat einen Blick, Blick gezeigt und das ist dann die Frontseite. Okay, gesehen. Cool. Del Piero sagt das. Der ist ja wirklich unfassbar, der Dude. Wirklich unfassbar. Okay, also, ist okay, Friener. Ja, jetzt nächste Hobby. Nächste Hobby, Musik machst, das weiß ich. Jawohl. Du isst gerne Nussgipfel. Ja. Du musst nicht herausfinden, was ich für Hobbys habe. Sag irgendein Hobby, das Menschen haben. Ja. Und ich versuche, meinen Bezug dazu zu finden. Wie heißen die Ornithologen? Die, wo Vogel. Birdwatching. Ja, Birdwatching habe ich gerade gemacht, ja, vor ein paar Wochen. Weil wir für. Was? Ja? Haben einen Livestream gemacht. Es ist immer der sogenannte Bird Race, jedes Jahr im Anfang September, rechts, ja. Und da haben wir für Birdwatch Switzerland, sage ich es richtig, ja, haben wir zusammen mit dem grossen Benny Thurnherr einen dreistündigen Livestream gemacht, yeah, vom Stausee in, wie heisst er dort? Ist jedenfalls hat es dort so einen Stausee, dort hat es einen Haufen Vögel, weil die gehen dort, machen die Zwischenhalt. Stauen, ja. Du musst dir vorstellen, es gibt wirklich Vögel, die fliegen von hoch oben in Skandinavien, ja, bis runter auf Südafrika, ja, und die sind kleiner als ein Faust. Ja. Das ist krass. Das ist sehr krass. Das ist mein Bezug zum Börden. Da sind die Börder gekommen, die sind mega gut ausgerüstet. Ja, und wie hast du Benny Thurnherr gesehen? Weil er den Livestream, den wir produziert haben, hat er moderiert. Ah, okay. Als Moderator ist er gebucht worden von BirdLife Switzerland. Oder? Ja. Und dann haben wir dort, ja, das so Klingnauer Stausee, am Klingnauer Stausee. Oh. Dort hat es so eine Vogelwarte, so ein Vogelzentrum. Da kann man viel lernen über Vögel und kann auch Vögel beobachten und so. Und das war sehr spannend gewesen, der Einblick in die Börder-Szene. Es ist dann darum gegangen, innerhalb von 24 Stunden so viele Vogelarten zu sichten wie möglich. Da bist du in einem Team unterwegs, oder? Also wie ein Wettbewerb? Genau, yeah, das ist das Bird Race, oder? Du, okay, du bist dann, voilà. Da sehen wir Bilder von Bird Race 22. Das ist ein Einspieler wahrscheinlich. Ah, das ist aber ein, da musst du ein bisschen führen. Komm mal ein bisschen führen. Also siehst, das ist der Benny und der Co-Moderator, das ist der Stream, den wir gemacht haben. Oder? Und die haben da dann immer das Resultat abgelesen. Und das ist jetzt so eine Börder-Gruppe. Oder? Yeah. Die drei Jungs sind unterwegs und die haben wir dann zugeschaltet. Oder? Die haben sich über das Handy zugeschaltet in den Livestream rein und jetzt erzählen die, wie viele Vögel das sie schon gesehen haben. Ja? Okay, und dann haben sie innerhalb von 24 Stunden müssen, so viele Vögel wie möglich gesehen. Ja. Yeah. Genau. Und dann suchst du dir eine Region aus, oder? Ja. Yeah. Wo du sagst, hey, ich gehe dort und dort hin, oder? Und versuchst dann dort so viele Vögel wie möglich zu sehen. Krass. Und das heisst dann Birder? Das sind sogenannte Birder. Nicht zu verwechseln mit Birfer. Was ist ein Birfer? Birfer ist ja so... Ist irgendetwas Grusiges? Nein, nicht mal. Also grusig. Es ist halt die ganze Diskussion mit irgendwie... Oder? Birser. Ja. Mhm. Google es, wenn du willst. Okay, google es. Ich weiß auch nicht. Also ich google es, wenn das Gespräch vorbei ist. Das ist mein Bezug zum Börden. Ja? Ich find faszinierend, du findest zu allem einen Bezug. Das weiß ich. Also probieren wir es. Ja, aber ich sag jetzt nicht, in welchem Zusammenhang. aber ich bin an einem Termin gesehen, ja, wo du ja gesehen bist. Und dort ist dann darum gegangen, Sachen zu finden, die du könntest machen, ja, für Einspieler. Ja. Und bei eigentlich allem, was vorgeschlagen worden ist, hat es geheißen,
Nein, das hat er schon mal gemacht. Nein, das kann er auch. Aha! Aus dem ja, wo wir die, ja, wir haben die dann eine Rubrik geübt. Genau. Quasi, ja, und studiert. Ja, so. Und darum, also suchen wir ein anderes Hobby. Biken. Boah, das ist also ein Hobby. Ja? Biket habe ich nie, aber ich habe mir auf der 40. das Gravelbike gekauft. Die sind mega im Trend im Moment, habe ich dann erst im Nachhinein herausgefunden. Mhm. Ein Gravelbike ist im Prinzip ein Rennvelo. Mit einer dicken Bereifung. Yeah. Also mit so einem kannst du auch problemlos über den Feldweg fahren. Mhm. Und das mache ich sehr gerne. Yeah. Ich habe ja schon als Bub mit dem Rennvelo, ist mir verweigert worden. Und nachher dann habe ich mir so ein Rennvelo gekauft, also ein Gravelbike. Das ist ein super Hobby. Du kommst viel weiter als beim Joggen. Yeah. Ja. Joggen kann ja kein Hobby sein. Doch, Joggen ist auf jeden Fall ein Hobby. Wirklich? Ja. Weil du einfach kannst, oder du bist in 5 Minuten, oder du bist innerhalb von 5 Minuten bist du von 0 auf, ich bin am Sport machen. Mhm. Du musst nicht in ein Auto hocken, in ein Fitnesscenter fahren und machen und tun und noch schauen, dass habe ich noch die richtigen Schuhe dabei und habe ich mein Tüchlein und habe ich meine Flasche, sondern du ziehst dich um, bist auf der Straße und in dem Moment, wo du auf der Straße bist, bist du am Joggen. Du brauchst nur ein paar Schuhe, du kannst es überall machen. Yeah. Du hast keine Eintritt zahlen, es ist best. Ja, und eben Velo. Velo ist eigentlich auch... Und das Velo, oder? Ich muss ja schauen, oder zum Beispiel mir, jetzt giert mein Velo aus irgendeinem Grund. Mhm. Reg ich mich schon auf, oder? Irgendetwas giert. Ich weiss nicht, was es ist, oder? So. Aber beim Joggen musst du maximal die Schuhe wechseln, alle paar hundert Kilometer. Früher noch Skaten... Habe ich nie gemacht. Also quasi, was ich natürlich Inline-Skate... Oh, eben, bis Rollerblade, Inline. Ja, ich bin natürlich Inline-Instruktor, ich habe Kurs gegeben. Sicher nicht. Ja, Menge 100 Leute sind durch meine Kurs. Ja. während der Hochzeiten vom Inline-Skate, ich bin gelernter Sportartikelverkäufer. Ja. Yeah. Und da habe ich in der Lehre im 98 oder so, 99, habe ich einen Kurs machen zum Inline-Instruktor in Thun. Oh. Wir sind auf Thun. Ja. Yeah. 2 Nächte, 3 Tage haben wir dich gelernt, oder? Dann hast du das Kärtchen bekommen, nach welchem Leveltyp und so, dass du jetzt Inline-Instruktor bist, um den Leuten beibringen können, Inline. Und da habe ich die Kurs gegeben. Und dann bin ich ja dann, da habe ich das Baden geschafft. In einem Sportgeschäft, wo es leider nicht mehr gibt. Und dann bin ich auf Zürich zu einem Inline-Spezialist arbeiten. Das war ein Geschäft, das nur auf Inline-Skate spezialisiert war. Das sind wirklich nur Inlineskates verkauft, ohne Ende. Alles hat geinlineskated. Und die wenigsten haben, die meisten das Problem, dass sie können bremsen. Da habe ich den Leuten beigebracht zu bremsen. Mhm. Mit Kurs geben. Immer. Weltklasse. Ja, und ich bin tatsächlich vor diesem Sommer, nach irgendwie 15 Jahren, wieder mal auf den Inlineskates gestanden. Ja, es kommt so ein bisschen wieder, gell? Ja. Das ist nicht mehr können. Wirklich? Ich kann es nicht mehr können. Hast du dich nicht zurückerinnern an deine Kurs, die du gegeben hast? Doch schon, aber ich habe Respekt gehabt plötzlich. Ja. Oder? Ich weiss, ich wusste, wie die Bewegung geht. Oder? Und habe immer das Gefühl gehabt, das Schnäzel zum Hirn liegt auf dem Beton. Ja, das ist ja dann nicht... Oder wenn jetzt eigentlich, keine Ahnung. Im Schnee. Ja. Im oder, Schnee mal umgehst, ist oder irgendwie, ab und zu nicht so schön. Oder ein bisschen Volleyball machst, oder? Ja. So, dann hechtest du halt nicht nur den letzten Halbmeter, sondern aber, also du kannst dich so dran herantasten. Ja. Da ist es komisch. Ich könnte es wahrscheinlich schon wieder, aber ist okay für mich. Es war auch eine Phase gewesen. Aber kann man viel als, machen. Als Sportartikelverkäufer, ja. was ist nebst Inline? Was hast du gern verkauft? Ski? Ja, das war sehr lustig gewesen. Und ich bin dann nach der Lehre bin ich auf die Lenzerheide und habe dort 2 Winter lang Ski vermietet und verkauft in einem Sportgeschäft. Das sind so Saisonjobs, oder? Ja. Sommer gehen reisen, im Winter auf der Lenzerheide. Absolut. Und das ist sehr cool. So mit den Touristen und so, die Ski vermieten, da hat es immer lustiges Zeug. Also das habe ich sehr gerne gemacht. Und Laufschuhe. Laufschuhe, das habe ich in der Lehre sehr gerne verkauft. Laufschuhe. Du kannst so Fußanalyse machen, wie sieht ein Fuß aus, wie steht der auf dem Fuß, ist ein schmaler Fuß, breit, was braucht der für einen Schuh, wie läuft der, wo läuft der und so. So, das habe ich gerne gemacht. Mm. Okay, dann sind wir schon eigentlich beim nächsten Wintersport. Ja. Ob das ein Hobby ist von mir? Yeah. Ja, ich würde gerne Skifahren. Yeah. Ja. Da gehe ich aber sehr, sehr beizenlastig. Oder? Also ich gehe gerne wirklich schön so eine Stunde, zwei. Ja, zwei ist schon lang. Zwei ist schon lang? Ja. Yeah. Und dann spätestens um 11 Uhr
in Beiz, oder? Und dann weiss ich genau, welches ist der beste Tisch in der Beiz. Mhm. Oder wo hat es am meisten Sonne, wo zieht es am wenigsten. Ich kenne den Tisch. Ja. Und im besten Fall... In welcher Region kennst du den Tisch? In Grindelwald. Okay. Und im besten Fall ist er dann gerade frei, wenn ich komme. Weil Elfi ist. Ja. Gold gerade genau. Ja. Im schlechtesten Fall muss ich irgendwie zwei, drei Tische nebendran herhocken und lauern. Und dann wird gezügelt. Wirklich, im schlimmsten, zur Not mit der Suppe in der Hand. Zügeln ist mir gleich. Und dann bleibe ich dort eigentlich so bis um drei. Ist so. Das ist traumhaft. Und dann noch Talabfahrt, häufig auch direkt mit dem Gondoli, weil man ist sulzig. Jetzt ist es auch sulzig, jetzt bringt es nichts mehr, ist verfahren. Nicht mehr Gondel, ist gut. Also, das ist maximale Erholung, ja. Ja, und was ist denn das Getränk der Wahl? Ah, das ist unterschiedlich. Das ist nicht unbedingt Alkohol. Ja. Nein. Kann man sagen. Ich find, in den Bergen finde ich, schmeckt Rivella einfach ein bisschen geiler. Gell? Nicht nur ein bisschen. Es ist unfassbar, wie gut das Rivella ist, wenn du irgendwo in einer Skibeiz... Aber wieso ist das? Wegen der Höhe? Das ist wegen der Erinnerung. Ist doch so. Ja, aber weißt du, im Flugzeug sagt man immer Tomatensaft, irgendwie wegen der Höhe, Luftdruck, ja. Keine Ahnung was. Ist ja süßer, oder? Okay. Und ich weiß nicht, Rivella, weißt du, 2000 Meter weiter oben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich finde, in der Bergschmiede... Ich sage, es ist die Erinnerung. Ja. Ich meine, ich habe noch die Pirmin Zurbriggen Etikette gesammelt. Das hast du nachher ein Stirnbier bekommen oder eine Kappe. Das ist die Erinnerung. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Aber ja, es schmeckt... Also ja. Wenn ich sonst mal Rivella trinke, schmeckt es nie so geil wie irgendwie so eine Pistenbeiz oder so. Das stimmt, ja. Nein, aber nein, trinke eigentlich wenig Alkohol also an einem normalen Skitag. Eigentlich gar nicht. Unter Umständen sagen wir, ja, komm jetzt heute mal irgendwie ein Gläschen Weiss. Also, aber dass ich jetzt irgendwie immer da bin und mich zuschütten mit Bier oder irgendwie so oder mit Jagertee, eher selten. Schäumli, Pflümli. Nein. oder Fröschli. Gut, ein anderes Hobby ist in deiner Region, je nachdem, nicht ganz so verbreitet, aber so Fasnacht. Wow. Also, ich bin ja lustig, also ich habe schon einen Bezug dazu. Ja, logisch. Logisch ist ein Bezug dazu. Ich bin ja im Limmattal aufgewachsen, ja. Ursprünglich in Urdorf haben wir gewohnt, ja. Als ich ein kleiner Bub war. Und das Limmattal hat natürlich hat eine Fastnachtstradition, gerade Urdorf. Mhm. Also Urdorf hat wirklich mit Umzug, mit Maske. Urdorfer Fastnacht. Ja. Ja. Die kennt man bis tief ins Baselbiet hinter. Nein. Ja, also gerade bis zur Grenze. Also wo die Stadt Zürich in dem Sinne keine Fasnachts, also es gibt schon irgendein Fasnachtskomitee, aber sie werden Dinge nicht so ernst genommen inzwischen, das Gefühl. Aber in Urdorf hat eine lange Tradition, oder? Und die haben auch so einen speziellen Brauch mit so einer Art, mit einer Maske, die unterwegs sind und dann nachher dann mit so Fitzen und die Leute fitzen. Weißt du, wenn sie das heute noch machen? Mit Fitze, dann sind sie nicht Fitze. Ja, was machst du mit einer Fitze? Einfach schlagen. Eine Fitze, ja. So eine Peitsche. Ja, so ein, das, was ein Ding dabei hat. Ja, einfach so. Ja. Da kommst du halt dran oder wirst mit Konfetti gerieben oder irgendwie so. Da haben sie mal so ein Mobil gehabt, wo sie die irgendwo vorne in den Trichter reingelassen haben. Da bist du hinten rausgekommen und bist voll mit Konfetti. So Zeug. Oder? Classic, ja. Bevorzugt junge Damen, oder? Ich glaube, heute auch nicht mehr so. Ist auch sehr problematisch geworden. So. Zu Recht. Ja. Und dort gibt es zum Beispiel Fotos von mir als Native American. Oh, ja. Aber so richtig. Oh, ja. Und allgemein, also auch bei uns im Dorf, wo wir dann gezügelt sind, ich bin in Rudolfstetten aufgewachsen, dort sagen wir, bis heute steht Fasnacht und so. Also ich gehe jetzt nicht mehr, aber als Kind ist das schon so, das ist ein Ding gewesen. Und jetzt wohne ich ja in Luzern. Mhm. Und dort ist ja Fasnacht ein grosses Thema. Mhm. Aber das haben wir noch nicht so. Ich weiß auch nicht, das haben wir noch nicht so den Ärmel reingenommen. Ich bin einmal als Gast, ja, einfach als Besucher an die Luzerner Fasnacht. Und klar, ich habe einen anderen Bezug wegen der Basler Fasnacht und so. Aber die Luzerner Fasnacht, die ist schon mehr auf Party. Also, ja. Aber das hat sich mit mir nicht ganz erschlossen. Da hat mir Blue Balls besser gefallen. Ja, das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr jetzt.
Ja, aber... Aber ja, ja, ich kann verstehen, dass die Leute da Spass haben so, und geniessen das, aber ich glaube, für mich ist okay, ich gehe dann auf die Ski. Ist okay. Ja. Gut, dann machen wir ein anderes Hobby. Ich finde es super, das ziehen wir jetzt durch. Bis zum Schluss. Ja. Ich nenne dir einfach Hobbys. Ja, und ich muss mir sagen, was ich... Genau. Wegen Schäumlipflüme und so, Alkohol. Bei gewissen Leuten ist ja Alkohol auch ein Hobby. Ja, das so die sophisticated Whisky-Sammler, weißt du, so. Oder, nein, gar nicht. Nein, ich verstehe, also ich, wenn einmal Leute sagen, ich mache jetzt den Sober Oktober, oder? Dann denke ich mir so, hey, ich bin im Leben schon, keine Ahnung, 10 Wochen ohne Alkohol gewesen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja. Yeah. Weißt du, ist so, ja, ich bin auch nicht jemand, der irgendwie daheim sich zu Abend noch irgendwie ein Bier auftut vor dem Fernseher oder so. Mhm. Das mache ich ganz selten, aber dann mit Genuss. Trinke ich schon gern. Zum Essen ein Gläschen Wein. Ja, ja, das gibt es vielleicht ab und zu mal, aber ich bin wirklich... Das kann sein, dass ich an 4 Wochenende hintereinander Alkohol trinke und nachher dann an 8 Wochenende hintereinander nicht mehr. Ja. Das muss ich einfach wie... Die Frage ist immer, wo bin ich, was ergibt sich gerade, wo gehe ich her, wo bin ich gewesen, wo komme ich her. Mhm. So. Ja. Aber das ist, Alkohol ist wirklich nicht so ein, wie soll ich sagen, zentrales Element in meinem Leben. Ja. Trinke schon mal gerne eins. Wenn irgendwo eine lustige Party ist, auch mal eins, bis ich eine schwere Zunge habe. Aber jetzt nicht irgendwie so, ich muss jetzt jedes Wochenende mich irgendwo abschiessen oder so. Nein. Und vor allem, ich glaube, eben so das Trinken, so eben, heute noch ein Glas zum Znacht, heute noch ein Vierabendbier, noch schnell ein Apero, das überhaupt nicht. Das weißt du, wirklich die so, ich sage jetzt mal 4 Abende pro Woche, auch wenn es nur ein Bier 2 ist. Ja. Yeah. 4 Abende pro Woche, Alkohol trinke ich das definitiv nicht. Aber auch kein Hobby, das war jetzt ein schlechtes Beispiel gewesen. Doch, eben die sophisticated... Ja, dann ist es eine Sucht, dann ist es kein Hobby. Das sage ich ja. Aber ich finde es spannend. Ja. Das ist dann so, ja, nein, weißt du, das ist schon rum. Weißt du, etwas mega... Ja. Ja, musst mal schmecken, die Unterschiede. Ja. Trink mal einen Liter, dann spürst du es. Okay. Warte, jetzt habe ich gerade ein ganz gutes gehabt. Gesellschaftsspiel. Wie findest du Gesellschaft? Oh, gar nicht. Nein, das definitiv nicht. Kein Bezug. Nicht. Nein, jetzt hast du etwas. Wirklich nicht. Ich habe als Kind mein Lieblingsspiel, das verrückte Labyrinth. Kennst du das? Ich kann mich, glaube ich, vage erinnern. Das ist ein Spieleklassiker, glaube ich, aus den 80er oder 90er Jahren. Und dann immer die grosse Frage, Monopoly oder Monopoly, wie sagt man? Wir haben immer Monopoly gesagt. Ja, okay, ja. Ich sage Monopoly, aber ich glaube, ich bin der Einzige. Monopoly. Monopoly, das haben wir gespielt, aber sonst so. Was ich sehr gerne spiele, Yassi, weißt du, mit den Würfeln. Ja. Das finde ich noch cool, aber das zählt ja kein Gesellschaftsspiel, das ist mehr so ein Würfelspiel. Also. Ja. Glücksspiel, Achtung. Glücksspiel, also sehr gerne mal eine Partie Blackjack, das finde ich geil. Mhm. Oder? Im Casino? Ja. Ja. Aber also, einmal im Jahr. Mhm. Oder? Aber wenn wir jetzt irgendwie mal, es kann schon mal sein, wenn wir irgendwie so einen Herrenausgang haben und wir sind irgendwie unterwegs und dann laufen wir an ein Casino her und wir sind so 4, ach, geh wieder mal ins Casino. Oder? Mhm. Und dann hier 100 Stutz Chips und im schlimmsten Fall verlierst 100 Stutz und im besten Fall läufst du mit 100 Stutz raus. Yeah. Also mit dem, was du eingesetzt hast. Oder? Das ist das Maximale, was passieren kann. Ja, ja, nicht die, wo der ganze Lohn... Nein, das nicht. Aber in Las Vegas bin ich ja schon gewesen. Das ist schon noch eindrücklich. Das ist schon noch... So, jetzt ein bisschen zocken und so, das ist schon noch cool. Also Las Vegas ist einfach... Du kannst dir die Größe nicht vorstellen, bis du es gesehen hast. Ja. Ja, das hat etwas, ja. Also wirklich, einfach, weil, selbst in Zahlen, so, ja, natürlich, der Strip ist irgendwie, weißt du, schon 5 Kilometer lang oder so. Ja. Dann denkst du, ja, das ist schon lang, weißt du? Ja, es hat ja 3000 Zimmer. Eben, aber wenn du dann effektiv mal einfach dort bist und du schaust, denkst du, wie groß ist das? Also, dann schaust du irgendwie auf, ich weiß doch nicht, Google Maps. Wenn ich jetzt von hier dort hin will und es ist immer noch am Strip, dann laufe ich 50 Minuten, weißt du? Ja. Du bist so, aha, also es sind schon andere Grenzen. Ja, oder? Aber sehr eindrücklich. Mega. Nein, aber so, ja, so ein, zwei Mal im Jahr bin ich schon im Casino und dann wird Blackjack gespielt. Ja. Weil es unterhaltet einem ja so lange. Und du hast ja das Gefühl,
du kannst es, oder? Das heißt, oder? Und ich habe mal gelesen, glaub, irgendwie, wenn du mathematisch gesehen alles richtig machst, mhm. dann ist es so eine 50-50 Chance, ob du gewinnst. Als einziges Spiel, ja, weil bei allen 51-49. Ja, so. Weil bei allen anderen ist es unter 50%. Genau. Oder? Weil aber bei also knapp, Roulette, ja, bei Roulette genau. hast du ja noch die 0. Also knapp über 50. Mhm. Wenn du mathematisch gesehen alles richtig machst. Und Karten ja. zählst. Ja, oder? Machen aber nur ein paar Inselbegabte. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass wenn ich herhocke, dann ist die Chance wahrscheinlich bei 30%. Weil ich weiss, okay, ja, bei 11 ziehst du nochmal und da, wenn jetzt... Wenn er irgendwie über 17 hat, dann gehst du bis dann gehst du ziehen und so weiter. Ja. So zwei, drei Kniffe kenne ich, oder? Aber das Problem ist, du hast ja dann meistens noch andere am Tisch und du hast immer irgendeinen Trottel, der alles versaut. Ja. Heisst es immer. Ja. Heisst's immer. Ja. Wenn das willst, für mich, dann kannst du auf den ersten Platz. Dann bist du nicht abhängig von der anderen. Aber das ist, ja, das geht manchmal gleich nicht auf. Doch. Weil, wirklich, wenn du als Erster bist. Aha, ja klar. Und der Letzte zieht dann noch eine, obwohl er nicht misst und, und der Dealer verblößt es dann nicht. Oder weißt du, irgendwie so. Blablabla. Bla. Das heisst auf dem immer. Ja. Poker hast du nie? Nein. Das ist wie Jassen. Mhm. Da muss ich zu viel überlegen. Oder? Ja, oder? Wenn du willst gut pokern willst, dann bist du ständig am Rechnen und am Überlegen und am Machen und Tun. Das geht bei mir für 2 Stunden gut und dann habe ich zu viel getrunken. Ja, dann geht alles zusammen. Und das macht doch einfach keinen Spass, oder? Weil ich einfach so, wenn ich am Tisch bin mit ein paar Leuten, dann muss ich nachher können rumschreien und blöd tun. Uno haben wir immer viel gespielt. Ja. Yeah. Früher, ja. Auf der Lenzrede haben wir immer Uno bis zur Vergasung. Weil das kannst du machen, da musst du nicht viel überlegen. Das geht auch nur nach 8 Bier, kannst du auch noch Uno spielen. Uno hat jetzt gerade öffentlich ein Regelwerk rausgegeben. Ja, ein neues. Ja, also ich weiß nicht, ob es neu ist, sondern sie haben einfach wie klar rauskommuniziert, dass wenn du eine +2-Karte kriegst, du nicht nochmal eine darfst legen. Sicher! Damit jemand anders plus 4. Da muss ich Uno widersprechen. Uno hat das jetzt rausgegeben. Das ist falsch. Das ist so, ich weiss ja die Regeln, oder? Und ich kann eigentlich die weltweite Regeln. Und natürlich kannst du auf ein 2-Plus aufnehmen, ein 2-Plus drauflegen und dann muss der nebendran 4 aufnehmen. Genau. Wenn er ein 2-Plus herlegt, muss der nächste 6 aufnehmen. Yeah. Ist immer so gewesen, wird immer so bleiben. Dann kann ich jetzt da die von der UNO noch lange sagen, was sie wollen. Die von der UNO? Die UNO selber hat gesagt, im Spiel UNO. Nö, interessiert mich nicht. Das UNO-Hauptquartier in New York. Wow. Kennst du Frantic? Frantic? Ja. Es sind Schweizer, die das gemacht haben. Es ist ein Kartenspiel, wo eigentlich ist ein gemeins UNO. Also UNO Brutal kenne ich. Wie heißt das? UNO Brutal. UNO Brutal, ja. Das kenne ich nicht. Da wird auf Geschwindigkeit. Ah. Reinrühren. Bam, bam, hey, komm, tack, nur noch geschrauen. Das ist mir dann zu hektisch. Das schaffe ich nicht. Nein, kann ich nicht, Frantic. Ja, aber schön für dich. Ja? Das ist wirklich geil. Ja. Also wenn du gerne Uno gespielt hast zumindest, dann könntest du wieder mal. Ja. Ja, ich bin eigentlich der Beste gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte die Möglichkeit gehabt, auf nationaler Ebene mindestens eine Nummer zu spielen, aber... Genau. Okay, Gamen. Habe ich nie. Nicht? Als ich ein Bub war, sind so die ersten Nintendo-Konsolen aufgekommen. Mhm. Ich habe noch einen C64 gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das etwas sagt. Commodore C64, oder? Hat dort so die Klassiker noch drauf gespielt, aber mit dem C64 haben nachher dann eigentlich das Game bei mir aufgehört. Okay. Und wir haben schon daheim nochmal noch so. Das ist lustig. Ein Kollege hatte ein Spiel gehabt, Le Mans. Le Mans 2. Oder? Und wir haben immer Le Mans 2 gesagt. Sie sagten, weil wir nicht wissen, dass das Le Mans ist. Aber Le Mans 2 haben wir immer gespielt, das Autorennen gewesen. Und hat eben auf dem Commodore halt gamet und dann aber aufgehört, weil es mich immer relativ schnell langweilt, das Gamen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor einer Woche oder 10 Tagen haben wir auf dem Handy G-Challenge wieder runtergeladen. Oh, ja. Yeah. So in den 10er Jahren ist das ein riesen Ding. Unglaublich. Alle auf ein Browser-Game, wo du am Computer... Gerade will ich sagen, auf dem PC. Alle auf dem PC. Im Geschäft während der Arbeitszeit haben alle G-Challenge gespielt im Browser rein, oder? So, also da fährt man die bekannten Abfahrtsstrecken vom Weltcup, fährt man, aber da kannst du Kitzbühel und Wengen und Bormio und alles. Es gibt es jetzt als App fürs Handy. Ja. Ist der Herbst frisch rausgekommen.
Das erste Mal, oder? Und das hat es vorher noch nicht gehabt? Nein, tatsächlich nicht. Also, okay. Also mir, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe irgendwie so. Und ich habe jetzt eine Woche durchgegamed, jeden Tag eine Stunde, fertig, verleidet. Ja, aber immerhin. Also, ja. 7 Stunden. Ja, aber es gibt halt die machen. Gleicher Arbeitstag am Schluss. Ja, ja. aber einfach. Nein. Jetzt ist mir verleidet. Jetzt merke ich, jetzt bin ich zu Wengen an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme. Ich bin immer nur Wengen gefahren. Ja. Yeah. Jetzt merke ich, okay, jetzt bin ich mit Zwängen an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme. App gelöscht. Das sieht mich nicht mehr. Ein Kollege von mir hat jetzt eine ziemlich professionelle Version von einem Rennsimulator. Ja. Also weißt du, wirklich mit gutem Steuerrad. Wo sich bewegt? Steuerrad? Nein, der Sitz. Nein, der Sitz nicht. Okay. Aber das Steuerrad gibt richtig Feedback. Ja, ja, logisch. Und kämpft. Ja. Und Pedal. Und du bist dann wirklich schön eingeschlossen. Du machst dann das Ding drüber. Ja. Du musst das abschließen sozusagen. Und dann hockst du dort. Ja. Und dann hat das Formel 1 Game, ja. Und ich so, ich will unbedingt Monza fahren. Da. Und er hat mir dann gesagt, das Problem ist, du fährst dann einmal, fährst irgendwie die Runde ziemlich gut. Und danach bist du 3 Wochen lang damit beschäftigt, die Zeit irgendwie zu knacken. Und du kriegst es nicht mehr an und so. Und wahrscheinlich musst du dann einfach wirklich fucking Profi sein. Ja. Sonst lass es einfach. Ja. Ja, das ist so. Und das habe ich also gemerkt. Ich kann unbedingt wählen. Dann habe ich so gedacht, es war viel Geld. Und dann steht es irgendwie wieder um. Und, Ich sage dir, wenn ich so ein Game kaufe, das sage ich schon seit etwa 10 Jahren. Yeah. In dem Moment, wo ich kann mit einem Auto meiner Wahl im Game rein, auf meinem Heimstrassennetz rumfahren. Wo ich also jetzt zum Beispiel könnte sagen, Du nimmst eine Ferrari. Genau, ein Porsche 911 GT3. Ja. Yeah. Wie schnell kann ich mit dem von Zürich auf St. Moritz tatschen, wenn es keinen Verkehr gibt und keine Regeln? Ja. Yeah. Ich kann den Verkehr ausschalten und jetzt einfach los. Ja. Yeah. Und zwar auf der Autobahn, so wie es kennt, schön zu Zürich durchab, oder? So etwas. Gut, sagen wir mal, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, muss man verladen. Gut, im Sommer kannst du über die Dinge rein, wie heisst das? Weiss nicht, rein, die Pass kann man drüber. Yeah. So. Oder sogar im Winter auch, ja. Nein, im Winter auch. Sagen wir jetzt, ist immer offen. Okay. Egal. Aber einfach dann. Yeah, ich kann quasi herausfinden, hey, mein Arbeitsweg ist normalerweise 35 Minuten. Mhm. Was wäre möglich? Mhm. Was wäre möglich, oder? So mit einem Ken Block Auto, oder? Irgendwie hochgezüchtet auf 1000 PS mit Slicks. Was wäre möglich? Schaffe ich es in 12 Minuten ins Geschäft? Ja. Yeah. Bei Verkehr. Ja. Yeah. Oder? Das fände ich geil. Wenn ich kann auf meinem Strassennetz fahren, das ich kenne. Das finde ich eine sehr spannende Idee. Ja. Das würde ich sofort ausspielen. Sofort. Ja. Einfach zum Herausfinden, oder? Wie lange hast du von daheim vom Podcaststudio dort und dort einkaufen? Ja. Wie lange? Du kannst jeden überholen, jedes Rotlicht überfahren. Einfach, gib ihm einfach. Alle Gefährten. Und du weißt auch, da hat es einen Park. Ja. Da können wir eigentlich auch nehmen. Ja, genau. Du musst nicht die Kurve machen, sondern du kannst eigentlich auch. Dann wird ich zum Gamer. Das verstand ich. Ja. Das ist sehr spannend. Ja. Nice. Ja. Okay. Was willst du noch als Hobby? Ja, sag du mal eins. Für dich? Und ob du einen Bezug hast? Kann ich auch, ja. Also eins, was ich mache? Zum Beispiel? Nein, eins, was ich gerne könnte. Mhm. Ich würde gerne können an Autos umschrauben. Ja. Hast du das? Nein. 0,0. Das würde ich gerne können. 0,0. Ich lehre jetzt so langsam, weil mein Auto immer wieder etwas kaputt hat. So nach ein paar Kilometern. Lehre ich mal so Grundsachen. So, aha. Danke. Es gibt noch. Genau. Nein, aber es gibt, aha, eine Benzinpumpe. Ja. Was macht die? Ja, Benzinpumpe. Ja, aha, das muss ja irgendwie auch noch. Natürlich. Ja, das muss ja nicht noch jemand anderes Benzin. Das geht ja nicht auf von dort, wo du es reingelassen hast. Geht auf die Reifen, oder? So, also darum, ich könnte null am Auto umschrauben. 0,0. Ich finde eben die Auto-YouTuber so cool. Wo irgendwie sagen so, ich habe den günstigsten Porsche 911er von England gekauft, oder? Ja. Yeah. Und dann hat er irgendwo auf einer Auktion ein komplettes Schrottauto gekauft, oder? Und dann tut er das alles dort umbauen. Und dann tut er das wieder umbauen und macht den wieder fit. So Zeug finde ich cool, oder? Ja. Yeah. Das will ich auch gerne können, kann ich aber nicht. Pimp my ride. Ja, gut. Das
ein Aquarium. Ja, ein Aquarium in der Wahl. Das will ich. Mit dem Kofferraum. Auto können rumschrauben, dass also ein kleines Werkstättchen haben. Kann man sagen, ich bin jetzt in der Werkstatt. Ich lasse Handy da. Ganz jetzt ein bisschen einfach so grundsätzlich, ja, oder? Ja. Ja. Bist du aber sonst ein Handyman? Ja, eigentlich schon noch. Yeah. Ja, versuch schon. Geht nicht immer gut. Ja. Yeah. Aber so viel Holz, so. Ja, alles Mögliche. Also, auch mal irgendwie Glühbirnen wechseln. Ja, okay. Das habe ich auch schon geschafft. Nein, wenn jetzt irgendetwas ist, dass zum Beispiel ich jetzt einen Wasserhahn repariert. Wirklich? Ja. Naja, das ist für mich schon Next Level. Oder, siehst, dort wäre ich schon verloren. Steckdosen ersetzt oder so einen Lichtschalter ersetzt oder yeah. so Zeug. Ja. Yeah. Das geht schon. Man gibt ja YouTube mittlerweile schon alles, Heizung entlüften. Schon Zeug, das kann man ja. Also das yeah. Ich liebe Tutorials. Ja. Yeah. Also wirklich. Ich schaue sicher jeden Tag für irgendetwas ein Tutorial. Auch für etwas, was du gar nicht machst nachher. Ja, natürlich. Natürlich. Jetzt eben gerade kürzlich ist es gegangen, die Heizung zu entlüften. Also kürzlich, ja, ein paar Jahre her. Und dann ist dort der eine Sensor kaputt gewesen. Und dann bin ich schauen, wie kann man den wieder zu laufen bringen. Muss man den ersetzen? Nein, dann kannst du wieder zu laufen bringen, dass es wieder tut. Dann musst du mal dort rein drücken, musst du das abschrauben. Gemacht, tiptop, funktioniert. Das mache ich schon gerne. Ja, das ist noch geil. Ja. Und dann kommst du natürlich in einen Algorithmus, wo eben andere Tutorials dir auch vorgeschlagen werden. Du so schnell. Der Algorithmus, der ist ja gar nicht so gut. Also ich würde gemerkt. Der YouTube-Algorithmus ist recht gut, finde ich. Es geht. Also weißt du, zum Beispiel Instagram. Ja. Yeah. Das ist klar. Schau da. Ein Formel 1 Video. Mhm. Ich kein Interesse. Mhm. Schau da ein Video vom wie heißt er, vom Sebastian Vettel. Mhm. Nein, ich habe doch gesagt, ich will kein. Mhm. Okay. Schau da, dann kein Interesse. Yeah. Schau da ein Video von der Fanseite vom Sebastian Vettel. Mhm. Ja, da habe ich kein Interesse. Am Schluss, aber schau da ein Video von Max Verstappen. Nein, auch der nicht. Am Schluss musst du jeden Einzelnen vor einem Leisfahrer sperren, bis er irgendwann checkt. Also ich glaube ja, die Formel 1 hat Instagram ziemlich viel Geld gegeben. Wahrscheinlich schon. Ich habe das Gefühl, es klingt jetzt schwurblig, ja. aber ich habe wirklich das Gefühl, dass Instagram sich auch Sachen in Algorithmus lässt kaufen, die dann nicht als bezahlte Werbung dargestellt werden, ja, oder? Ja, und ich habe jetzt eben zum Beispiel Formel 1, finde ich ein Paradebeispiel, weil ich höre von so vielen Leuten, die nichts mit Formel 1 zu tun haben, hey, ich kriege die ganze Formel 1 Inhalt. Du kannst immer sagen, nein, und es kommt trotzdem. Ja. Sag, die F1 zahlt einfach die Meta, ja. oder wenn man auch immer dann dort, zahle ich den Stutz, dass sie auf dem Algorithmus reinknallen, oder? Ja. Oder halt einfach auch das gleiche Video von verschiedenen Kanälen, oder? Ja, klar. Der kleine Bub, der Vierjährige, der zum Balkontür rausschaut und sagt, it is a fucking goat! Und die Mutter sagt, it's just a goat. It's a fucking goat! Oder? No, it's just a goat. Oder? Dann habe ich schon von 10, oder? Sie sind ja sich gegenseitig alles nur abgekommen. Ja, das kommt ja dann noch dazu. Dann sagst du, das Video hast du einmal gesehen. Ja. Dann kommt es aber noch 8-mal. Ja, ich habe sie jetzt gesehen. Ich muss jetzt nicht auf allen anderen. Also so gut sind die Algorithmen. Aber das ist Instagram. So, dann finde ich, der YouTube-Algorithmus ist sehr gut. Der YouTube-Algorithmus vergisst aber auch schnell. Ja. Also du kannst innerhalb von 3 Wochen kannst du deine YouTube-Startseite komplett verändern. Ja. Also innerhalb von 3 Minuten. hast du YouTube Premium? Nicht mehr. Was, du bist weg von. Du hast YouTube Premium gehabt, bist wieder weg. Ja, weißt du wieso? Wieso? Weil sie meine Kreditkarte nicht nehmen. Okay. Weil meine Kreditkarte ist ein Debit. Okay. Und das gefällt ihnen nicht. Okay. Ja. Nein, dann spare ich mir die 17 Stutz. Nein, 10. Oder 10 oder was? Das sind wirklich die besten 10 investierten Franken vom Monat bei mir immer. Seit ich keine Werbung mehr habe auf YouTube, ist mein Leben so viel komfortabler. Ja. Ja. Wobei ich finde natürlich, da ich hauptsächlich im Browser schaue, mit meinem Adblock, habe ich so eine halbe Premium. Okay. Also ich merke es nur, wenn ich das Handy aufmache, da würde ich auch komplettestens ausrasten. Nein, gar nicht. Und ich habe so viel, das ist wirklich meine Nummer 1. Du schaust ein 10-Minuten-Video und du hast alle 2 Minuten, kommt einfach wieder etwas reingepoppt. Meine Nummer 1 Social-Plattform ist YouTube. Ja. Ich könnte nie mehr ohne Premium. Wirklich, nie mehr. Der TikTok-Algorithmus finde ich auch sehr gut. Und TikTok ist einfach, ich sage jetzt mal, 1000 bis maximal 2000 Videos. Max.
die einfach gegenseitig hundertfach kopiert ist. Aha, ja, aber ich schaue nicht die Challenges, lade ich da, sondern... Nein, einfach alles. Einfach YouTube, TikTok habe ich gelöscht. Ja. Yeah. Weil es bietet mir weder einen Mehrwert, noch kommt irgendetwas, wo der Kurt Felix 1992 nicht schon gemacht hat. Kommt einfach nicht. Also, was wollt ihr mir erzählen? Du 17-jähriger Käse. Das hat der Kurt Felix 1992 schon gemacht. Er soll mal kommen. Ja, ja. Was willst du von mir? Gut, aber eben, mein Algorithmus zeigt mir so Zeugs nicht an. Mir ist nur so Brunz gekommen. Wirklich? Also, einfach immer das Gleiche. Ja. Yeah. Oder? Ja. Yeah. Also, da kommt irgendeiner und ja, ich habe jetzt etwas Lustiges. Ich tue so, als würde ich telefonieren und sage Wörter, die meine Freundin cool findet. Oder? Dann filmt er sich, wenn er telefoniert, im Hintergrund sagt er, ja, gehen wir nachher noch in Starbucks. Und die Freundin sagt, nachher gehen wir noch, keine Ahnung, wo man halt hergeht. Er sagt irgendwie so ein paar Firmen und sie, ich will da mitkommen. Dann findet sie auch im Lamm in Ruhe. Zwei Videos weiter kommt irgendein anderer Dude. Ja, ich erzähle jetzt am Telefon Wörter, wo meine Freundin sagt, ja, mein Gott, ich habe es gesehen. Erzähl mir etwas Neues, hab eine eigene Idee oder lass mich in Ruhe. Und das ist voll mit so Scheiß. Ich sage, es sind 1000 bis 2000 Videos oder, nein, falsch, 1000 bis 2000 Ideen hundertfach umgesetzt. Ja, ja. Mehr ist es nicht. Ja. Aber lustigerweise habe ich auf TikTok und YouTube Shorts habe ich nicht so viel eben eigene Creations, sondern wirklich halt einfach so Clip von dieser Fernsehsendung, Clip von diesem Interview, Stand-up Auftritt und so. Also ja, mehr so Content, wo repurposed wird. Ja, da kommt irgendwie der Stefan Raab von 2004. Was für eine Frechheit. Was erlaube TikTok? Ernsthaft? Ich habe das damals gesehen. Ich bin um 20 ab 10 Uhr abends vor dem Fernseher gehockt, weil ich es nur dann noch schauen konnte. Muss man es nicht mehr schicken auf TikTok? Ist doch wahr? Es ist so eine führige Plattform, wirklich. Unfassbar. Nutzt du sie ja nicht als Creator? Als Creator nicht, nein. Also, nicht. Wir produzieren TikTok-Inhalte für unsere Kunden. Ja. Yeah. Oder? Aber ich selber, ich habe einen TikTok-Kanal gehabt, yeah. Aber dann gelöscht. Ich habe keine Nerven für das. Du musst ja dann, zum Bewirtschaften musst du ja dann auf TikTok sein. Ja, ja, ja. Und dann fängst du ja dann automatisch, weißt, es nimmt einen dann schon. So ist es dann nicht, oder? Und dann plötzlich stehst du 4 Stunden um und denkst, ey, ich hab nur einfach Scheiße gesehen oder Zeug, die ich schon kenne. Mhm. Und ich weiss ja gar nicht mehr, was das erste Video war. Also weißt du, ja, ja. Es ist so, du bist gar nicht mehr in der Lage, irgendwie die Leute abzuholen oder irgendwie... Das Komische ist, es ist ja das moderne Zappen, ja. Aber beim Zappen bist du ja trotzdem irgendwann ja. Nicht mehr hängen geblieben. Mhm. Und hast du dann wirklich gefunden, ah, okay, ja. Und das gebe ich mir jetzt. Was auch immer es ist, also wenn es irgendwie, keine Ahnung. Ja. Und die, wo du hängen geblieben bist damals, das ist jetzt auf TikTok. Ja, nein. Aber kopiert. Genau, aber das Problem ist, wenn du dann mal etwas hast, dann sind es ja gleich nur 10 Sekunden und sagst, ah, geil. Und dann aber kommt wieder ein Video, das absolut gegen ist. Ja, da haben so Inhalte. Ich habe mir einen Obdachlosen ein paar Schuhe geschenkt. Alter. Gut, das finde ich das absolut Schlimmste. Okay. Auf jeder Plattform. Wie sie immer das Gleiche machen, von wegen, hey, irgendwie, kannst du mir schnell helfen? Ich muss da meinen 7 Meter grossen Plasma-Fernseher muss ich jetzt schnell vom Truck abladen. Kannst du mir helfen? Und dann hilft ihm und dann sagt er, danke vielmals, da hast du irgendwie $5. Und er sagt, nein, ich brauche kein Geld. Und dann, also, in dem Fall schenke ich dir jetzt den Fernseher. Ja. Und dann sagt, was, wieso? Ja. Die Bloßstellung eigentlich, so, oder? Sich selber so als Gutmensch darzustellen, ja. während du filmst, wie du jemandem eben, keine Ahnung, ein Bündel Geld gibst oder ein Fernseher oder was weiß ich. Wirklich übel. Gut, nächster Input. Ja. Yeah. Deutschrap. Deutschrap? Ja. Ja, Hobby von dir. Ich frage dich. Hey, was hast du für einen Bezug? Unglaublich wenig Bezug. Ja. Ich bin so in der ersten KIZ-Phase bin ich sehr begeistert gesehen von der sehr offensichtlichen Ironie, die die an den Tag gelegt haben. Mhm. Und gleich eine grosse Gefolgschaft gehabt haben, die nicht gecheckt haben, dass das ironisch gemeint ist. So. Okay. Du? Es ist sehr herzig.
Das sind so 40-jährige Männer mit dem Verständnis von einem 16-Jährigen, die Content machen für 12-Jährige. Oder? Das ist das, was passiert. Also yeah. Wenn so Dudes wie ein Flair, wie ein Jesus oder ein Bushido, wenn die ihre Videos... Aber der Bushido ist ja, der muss sich jetzt langsam zurückkämpfen. Der ist ja nicht so aktuell gerade. Der Bushido ist jetzt in Dubai. Ah, ist auch ein von denen. Der ist jetzt ausgewandert auf Dubai. Weil dort ist alles besser. Ja, weil er natürlich Angst gehabt hat um seine Kinder und seine Familie da. Und yeah. Weil er sich getrennt hat von Arafat Abou-Jacker. Yeah. Und der läuft jetzt irgendwie seit dem 80. Verhandlungstag oder so in dem Fall. Gell? Ich bin einfach nicht vom Fleck. Das ist yeah. Urenpeinlich. Und dann gibt es halt so ein paar von diesen Dudes dort, oder, wo da, die machen alle Twitch, oder? Klar. Und erzählen sich gegenseitig die Welt oder machen sich gegenseitig Ansagen. Und das ist so unfassbar peinlich. So unfassbar peinlich. Wirklich 40, 45-jährige Männer, oder? Wo sich gegenseitig Zeug sagen, wo du denkst, Alter. Ah, weißt du, was ich noch geil finde? Der SSIO. SSIO. Ja, das finde ich noch lustig. Nein. Kennst du nicht? Nein, sag mal. Okay. Ich höre halt Musik nicht. Ja. Yeah. Sondern ich verfolge im Großen und Ganzen einfach einen Kanal. Auf YouTube, das ist der Roos, heisst der. Aha. Der Roos ist selber kein Rapper, er hat auch schon Musik gemacht, aber ist einfach einer, der das alles kommentiert. Und zusammenfasst, so, ja. Und zusammenfasst. Okay. Oder, wo dann die Beefs. Wenn es irgendwie so ein Flair irgendwie 8 Stunden auf Twitch ist, oder, dann schneidet er das ab auf 1 Stunde und knallt das online und so. Ja, ja, ja. Und die kommentiert die ganzen Beefs und Zeug und Sachen und wo sie sich einfach gegenseitig sagen, Leute, hey. Aber es ist ein geiler Mikrokosmos. Also nein, so ein Mikro ist ja nicht mal. Es ist einfach, wie soll ich sagen, wenn du das als erwachsener Mensch beobachtest und du das kannst einordnen kannst, dann ist das easy, oder? Mhm. Kannst du das lustig finden oder nicht. Oder? Aber wenn du das halt schaust als 15, 16, 17-Jährige, Was die da rauslösen, was die für ein Weltbild haben, was die für eine Sicht auf die Dinge haben und was sie rauslösen. Das ist schon. Wah. Ja. Aber mich belustigt. Du kennst ja sicher eine Geschichte vom Kollegen Wanner, der einen Haftbefehl-Videoclip gedreht hat. Der Wanner hat für den Hafti einen Videoclip gedreht? Ja. Yeah. Okay, nein. Weißt du das nicht? Nein. Das ist eigentlich immer mein Bezug. Mit dem kann ich eigentlich überall, sobald es jemand von Deutschrap hat, kann ich das mal droppen. Gibt es eigentlich eine Folge vom Feelgood-Podcast, wo der Sascha Wanner nicht genamedroppt wird? hat eine hohe Name-Drop-Quote. Ja. Aber es gibt doch zwei von drei Folgen wieder nicht erwartet. Okay. Aber das Problem ist, es kennen ja auch alle, die zu Gast sind, kennen immer den Wanner. Ja, also, weißt du? Da hat einmal von der Hafti, Chabos wissen, wer der Babo ist. Wo haben sie denn das gemacht? Ja, Frankfurt. Wieso ist der Wanner nach Frankfurt? Ich habe keine Ahnung, weil er ist, glaube ich, der günstigste. Das ist einfach der Einzige, der gesagt hat, ich mache es für ein Schokostängeli und ein Weckli. Oder? Also geil. Und dann haben sie einmal sogar den drei haben sie unterbrochen. Also er hat es nicht mitgekriegt, weil er ist irgendwie aus einem Van rausgefilmt, waren sie da irgendwie, weißt du auch nicht, sie sind gefahren oder so. Mhm. Nein, sie sind gelaufen. Und dann auf einmal sind sie alle weggerannt. Mhm. Und er ist immer noch in dem Van mit der Kamera. Mhm. Und natürlich nie eine Dreigenehmigung, was weiß ich. Und dann schien die Geschichte gesehen, sie haben einen gesehen von der gegnerischen Gang. Und dann haben sie schnell müssen Hallo sagen, ja, weißt du, an dem Stil. Ja, ja, ja. Und es gibt eine Szene in dem Clip, ganz am Schluss, wo irgendwie so jemand am Tisch siehst, sitzen und sie sind irgendwie alle dort und der eine schießt ihm so in den Grind, oder? Und dann hat es einen Matrix-Effekt, weißt du, wirklich so, wie das Bild anhaltet und dann hat es okay. Ja, ja, ja. Und du hast den Wanner gemacht? Eben, und ich so, Alter, wie hast du das gemacht? Fiverr oder was? Nein, und dann hat er gesagt, das ist ganz einfach. Sie haben einfach alle müssen da stehen und ich bin einmal mit der Kamera um sie herumgelaufen. Die sind einfach alle still gestanden. Der eine ist so am Tisch gesessen, der andere hat so gemacht und dann ist die Kamera mit der Kamera einmal drumherum. Ja, gewusst wie? Und im After Effects dann irgendwie die Kugel drin. Der Wanner, look. Wir haben jetzt zusammen geschafft, wir Radio 24. Ich weiß. Chabos wissen, wer der Babo ist. Okay. Ja. Muss ich das mal schauen, das Video? Das musst du mal schauen, ja. Okay. Du. Ich lasse halt Musik nicht, das ist das Problem. Das ist, müssen wir mal anfangen. Okay, Deutschrap? Du legst auf die Uhr, gell? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Die ganze Zeit. Erst mal nach 5 Minuten. Auf der Hinfahrt mit dem Fabio Neideli, wie lange hast du gemacht? Und er sagt, nach einer Stunde kannst du schon raus.
Er hat mega lange über Aviatik geredet. Komm, wir machen es so. Du sagst nur ein Hobby, yeah. Bis ich keinen Bezug habe. Habe ich eigentlich schon gehabt. Was? Alkohol, das ist kein Hobby. Nein, noch, was hast du nachher noch gesagt? Nochmal etwas. Wir haben viel gehabt. Bei einem hast du gesagt, da habe ich definitiv keinen Bezug. Ehrlich? Und yeah. Dann aber nachher trotzdem einen gehabt, ne? Ja, yeah, kann sein. Okay. Ich bin sehr vergesslich. Okay. Okay. Habe ich keinen Bezug. Comedy. Habe ich keinen Bezug. Ja, ja. Nein, wir können gerne noch. Ich bin langsam im Flow. Was möchtest du noch reden? Was kann ich dir noch erklären? Ich tue gerne den Leuten das Zeug erklären. Ja. Was willst du noch erklärt bekommen? Ich weiss, dass du beim 24 gesehen bist. Logischerweise beim SRF 3 selbstständig gemacht, die ganze Geschichte. Aber ich weiss noch nicht, wo der Sprung ist vom Sportartikelverkäufer. Zum SRF 3 oder zum Radio 24? Zum Radio 24, das hast du zuerst gesehen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Marketingplaner, hat das heute damals geheißen. Das heisst jetzt anders. Damals hat man Marketingplaner, das heisst, glaube ich, ein Marketing-Spezialist. Oder okay. Wow. Und nachher dann habe ich bei der IKEA geschafft im Marketing, in Spreitenbach. Und dann habe ich ein... Die haben immer sehr gutes Marketing gehabt, ich kann mich erinnern. Ja, aber, ja. Das war Marketing, ja. Und dann habe ich bei Radio 24 einen Wettbewerb gewonnen, nämlich 4 Wochen Sprachaufenthalt in San Diego. Sicher nicht? Ja. Das hast du gewonnen? Ja. Und das hast du gemacht? Ja. Wow. Also ist das auch wirklich geil gewesen? Der Sprachaufenthalt? Ja. Das war sehr geil gewesen. 4 Wochen sind, also ich bin insgesamt 6 Wochen geblieben. Habe nachher noch 2 Wochen einfach noch ein bisschen da gewesen. Ja. Und das war recht coole Zeit gewesen. Das war lustig gewesen. Hat Spass gemacht, ja. Und in dem Preis hast du gesehen, der Flug, Familie und Schule. Wow. Und dann hast du der Familie gesagt, hey, ich tue einmal den Rasen mähen. Ah, kann ich noch 2 Wochen bleiben und habe das gezahlt und dann konnte ich bleiben. Ah, okay. Kein Problem. Yeah. Und, ja. Ja, ich bin bei der Familie geblieben. Ja, ja, das war cool gewesen. Und als ich den Wettbewerb gewonnen habe, habe ich... Wie hast du das gesehen? Oh, 24. Okay. So. Wo ich den Wettbewerb gewonnen habe, habe ich den Andreas Meyer kennengelernt. Der war damals Musikchef bei Radio 24. Mhm. So ein bisschen, dann sind wir so einmal im Jahr sind wir zusammen ein Bier trinken. Mhm. Einfach, also einfach so auf das erste Ding verstanden. Und halt den halt kennengelernt, weil der hat an dem Morgen den Produzent gemacht von der Morgenshow. Mhm. Und hat immer gesagt, schau, an dem Tag, wo ich bei dem Radio etwas zu sagen habe, noch bevor ich meinen Pult einraume, stelle ich dich ein. Mhm. Und so hat er es gemacht. Also der ist dann irgendwann Programmleiter geworden. Moderationsleiter geworden. So. Yeah. Der Programmleiter ist Moderationsleiter geworden und hat dann einen neuen Produzent gebraucht für den Aufsteller. Mhm. Und ist in dieser Woche per Zufall in der IKEA. Und wir treffen uns dort, weil ich bin durch die Filiale gelaufen und vielleicht haben wir sogar auch irgendwie schnell abgemacht. Weiss, ich habe ihn auf jeden Fall in der IKEA getroffen. Und er hat gesagt, es ist soweit, ich bin jetzt Moderationsleiter, ich suche einen neuen Produzenten für die Morgenshow, du kannst das. Komm dich bewerben. Mhm. Und dann habe ich mich beworben. Und er und der Programmleiter haben dann entschieden, ich komme den Job über. Mhm. Ich weiß auch, wieso ich den Job bekommen, das ist eine lustige Geschichte. Der Programmleiter war Markus Mager. Mhm. Und der Markus war der grösste FCZ-Fan, den ich je im Leben so getroffen habe. Oder? Und dann musste ich dort hin, zu dem Gespräch, in Tamedia, damals hat es noch, also ins Tagesanzeigerhaus, damals hat es noch Tamedia geheißen und Radio 24 hat Tamedia gehört. Und dann war der Markus ist dabei, der Andreas Meyer war dabei gewesen, und einer vom Personal von der Tamedia. Mhm. Und dann haben die mir so Bilder hergelegt von Prominenten und ich musste sagen, wer das ist. So. Mhm. Der Roger Federer, der Tennisspieler, oder? Da ist Vreni Schneider, die fährt Ski, ein bisschen so. Oder? Und dann legen die mir ein Bild her vom Erik Honecker, der damals im Verwaltungsrat oder sogar Verwaltungsratspräsident war, von der Swissair, wo die Swissair gegroundet ist. Mhm. So. Und wo das aber passiert ist, das ganze Grounding, bin ich in Australien gewesen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also,
Also bist vielleicht einmal pro Woche ins Internet-Kaffee, oder? Ja. Yeah. Und dann hast du sicher keine Zeitung gelesen, sondern hast du irgendein Mail verschickt, oder? Und es hat keine Smartphones gegeben, nichts. Also ich habe das wirklich nur am Rand mitbekommen, dass die Swissair grounded ist. Ich bin auch auf einem der letzten Swissair-Flüge dann noch gewesen. Auf Australien? Nein, wo ich heimgekommen bin. Im Nullhaus. Und ich habe den Kopf einfach nicht gekannt, es hat mich auch nicht interessiert. Mhm. Und dann schaue ich so, ich kenne den nicht. Keine Ahnung. Und er sagt, ja komm, probier mal, wie könnte der Vorname sein und so. Du mal Kötle. Ja. Super. Und ich sage, ja, der sieht noch wichtig aus, hat eine Krawatte an. Und dann sagt der Markus Mager, der grösste FCZ-Fan überhaupt, sagt, schau, zum Vornamen heisst er gleich wie der neue Zuzug vom FCZ. Das war der Erik Hassli gewesen, sagt ja. Er vielleicht etwas. Und dann sage ich, ja, dann heisst er Erik. Oder? Und dann war der Mager so begeistert gewesen, dass ich gewusst habe, wer der Erik Hassli ist, dass es völlig egal war, dass ich den Erik Honecker nicht gekannt habe. Ich glaube, das war der Moment, gewesen, wo ich den Job bekommen habe, weil ich den Erik Hassli gekannt habe. So war das. Gewesen. Und dann habe ich dort angefangen, ohne jemals einen Tag Radio gemacht zu haben, ohne jemals ein Praktikum gemacht zu haben oder so. Und bin einfach das erste halbe Jahr komplett durch den Sumpf, durch die Hölle, oder? Also weißt du, jeden Tag geschafft ohne Ende, oder? Fehler gemacht bis zum geht nicht mehr. Ja. Yeah. Aber irgendwann habe ich es dann können. Ja. Yeah. Und dann habe ich das irgendwie 3,5 Jahre gemacht oder so. Nice. Ja. Siehst du, das ist etwas, was ich nicht bin gegangen, wo Radio 24 so viel Hörer hatte, wie vorher und nachher nie mehr. Muss man auch sagen. Ist dann, wo ich gegangen bin, ist es irgendwie auseinandergebrochen. Ich weiß auch. Nein. Das ist eine neue Messung. Das stimmt tatsächlich, aber es wird nicht an mir gelegen sein. Oh. Sondern an der neuen Messung. Es wird die neue Messmethode sein. Richtig. Die absolut sehr zweifelhaft ist, sowieso die Radio-Messmethode. Ja. Ganz. Darum haben ja den anderen Sender auf einmal wahnsinnig gute Zahlen gehabt und die sind dann auf einmal wieder weg. Ja. Und, ja. Das ist nicht mehr spannend. Hast du noch etwas? Ja, sicher. Ja. Yeah. Also du, wenn du etwas hast, du bist der Gastgeber. Hat mir der Fabian auch gesagt? Du, was? Du musst dann parat sein, um ihm Fragen zu stellen. Ihm gehen dann irgendwann Fragen aus. Ich habe noch nie Fragen gehabt. Ja, das ist ja das Konzept. Vorbereitet um ihn nicht. Nein, ja. Das ist das Konzept. Mhm. Wir reden einfach. Mhm. Mhm. Also du musst mir auch keine Frage stellen, sondern schön ist, wenn wir über irgendetwas reden können. Ja, darum habe ich aber spannend gefunden, auf die Hobbys zu nennen. Hä? Und Bezug herzustellen. Wir machen beide nur ein Hobby. Okay. Wer fängt an? Was könnte man... Na. Fangst du an, also, ich hätte eins. Ah, du hättest eins? Ja. Okay. Motocross. Oh, sehr spezifisch. Ja. Okay. Habe ich sehr wenig Bezug. Ich finde es faszinierend, ich finde es mega geil, ja. Aber ich bin selber noch nie, auf einem gesehen, nein. Oder habe es ausprobiert. Bist du nicht? Also gefahren bist du nicht? Also, nein. Ja, gut. Gefahren bin ich einmal, aber nicht so richtig. Ich bin mit meinem Vater früher immer am Motocross gegangen, als Bub. Ja? Ja. Das war immer geil gewesen. Geil. Das ist der Motocross-Geruch. Mhm. Jetzt muss ich schauen, was ich das richtig sage. Die vier Takter. Oder? Und der aufwirbelte Dreck, der gibt so einen ganz speziellen Geruch, der gibt den Motocross-Geruch. Mhm. Den haben sie heute ja nicht mehr mit diesen modernen Motoren, das ist ja nicht mehr das Gleiche. Ja, ja, ja. Aber damals, Motocross hat super geschmeckt immer. Aufgewirbelte Dreck und Abgas. Geil. Motocross-Geruch. Mhm. Wir müssen mal schauen. Aber auch schon lange nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo durchfahre, so, es wäre wieder mal das Motocross zu Wolle oder zu Muri, mhm. Oder wo die einmal sind, oder? Denke ich mir, ich muss wieder mal ins Motocross gehen. Das ist einfach etwas Geiles. Ich gute Stücke Bratwurst essen, kommen jetzt zu tätschen mit den Töpfen. Das ist sicher geil. Das ist sicher geil. Ja. Wenn es mal ist und du kannst gucken, ist mir Bescheid. Ja, dann gehen wir zusammen ins Motocross. Ja. Wird nie passieren, aber wir machen es. Ich sag's nur, wenn jemals findest, da könnte ich jetzt gehen, also gut. Dann schreibst du mal. Ja, ist gut. Ich weiß noch nicht, ob es denn klappt. Ja, ja, natürlich. Aber die klappt nicht, aber ich schreibe dir. Ich will auch mal vorne da ehrlich, auf die Rennbahn. Auf die offene Rennbahn? Ja. Ja, das ist auch spannend. Ja, ja, aber bin ich auch noch nie gesehen. Die Saison ist schon vorbei. Ist schon vorbei? Ja. Gehen wir nächstes Jahr. Also bin ich noch nie gesehen, ja. Grundsätzlich, Rennsport, Go-Kart. Go-Kart ist also ein klassisches so ein Weekend-Hobby. Ja, ja. Also bin ich einfach auch schon gefahren. Also selber in so einer Mietkart. Ja. Oder? Bin jetzt nie, aber nie so Polter-Weekend, jetzt können alle noch Go-Kart fahren. Ja. Nein.
bist du so in Gruppen gegangen, so alle miteinander gehen Dinge Go-Karten. Ja. Yeah. So auf diesen Elektrokartbahnen und so. Ja. Yeah. Das ist schon noch lustig. Das ist schon geil. Ja. Das ist schon geil. Ja. Okay, das ist jetzt aber noch angeschlossen gesehen an Motocross. Ja, ja, ja. Okay, das okay, ist kein eigenes Hobby. Mhm. Okay, Achtung, ich habe ein ganz gutes Hobby. Mhm. Schießen. Was für ein Kaliber? Schießest du? Nein. Ah. Ich kann auch nicht schiessen. Ja. Also weißt, wenn ich da so an eine Kilbe würde gehen und so, weißt, wo du so musst mit so auf so ein Rösli schiessen. Ah, da bin ich sehr gut. Keine Chance. Wirklich? Keine Chance. Ich glaube, ich mache das falsche Auge zu. Nein, wirklich. Ich habe keinen Militärdienst genossen. Ich habe keine Ausbildung an der Schusswaffe. Ich glaube, ich mache das falsche Auge zu. Nimm mal das Mikrofon und das, als würdest du zielen. Nein, jetzt muss ich nicht da das Mikrofon anlangen. Doch, jetzt die Erbe das Ziel machen. Nein, was muss ich machen? Jetzt also, tu mal. So? Jetzt zielst du mal. So? Ja. Und jetzt zeig mal, mit welchem Auge. Oh. Aber das ist schon das Richtige. Du, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht. Bist du sicher? Ich weiß nicht. Ja? Ja? Du hast doch selber gehabt. Bist du ein Schütz? Nein. Hm. Aber ich bin sehr gut, an der Herbstmesse bei so Dingen bin ich sehr gut. Ja, ja. Ja, es ist ein spezielles Hobby, sagen wir es mal so. Ja, es ist ja kein Hobby von mir. Ja, aber einfach, ich weiß jetzt nicht, dass das meine erste Wahl wäre. Wenn ich jetzt ein neues Hobby mir würde erschliessen, würde ich dann sagen, ja, doch, in den Schiesskeller. Was ich gerne mal wäre, so mit so vollautomatischen Waffen. Ja. Yeah. Irgendwo mal irgendwann hindern lassen. Das würde ich schon gerne mal machen. Yeah. Aber Revolver. Ja. Ja, aber geht jetzt auch ohne gut. Ich gehe Axt werfen, sind wir einmal. Okay. Mhm. Wow. Nachher sind wir am Mittelaltermarkt, oder? Hä? Nein, es war ganz moderne Bude gesehen. Ich glaube, eine von den letzten Aktivitäten gesehen, bevor der Lockdown, eben der, ja, den du mal erwähnt hast, ja, gesehen. Haben wir, noch so eine, wir machen immer so ein verspätetes Weihnachtsessen, mhm, mit unserem Comedy-Verein. Okay. Und dann suche ich mir immer eine lustige Aktivität. Okay. Und dann ist eine Aktivität gesehen. Axtwerfen. Okay. Nachher sind wir Pizza essen. Wie viele Shows spielst du im Jahr live? Normalerweise 80 bis 100. 80 bis 100 live? Seit Covid. Und wie viele Leute kommen da im Schnitt? Also nicht solo, gell? 80 bis 100 Shows spiele ich. Solo etwa 30. Und wie viele Leute kommen da im Schnitt? Im Schnitt? Ja. Also, was rechnen wir jetzt? Man muss ja eigentlich nach Covid als die neue Realität nehmen, okay, oder? Und dann würde ich sagen, 30, mhm, bis 150. Also 150 in Basel? Ja, an einem oben, ja. Ja. Und nachher dann jetzt Bern oder Luzern 30? Nein, Bern und Luzern schon mehr. Okay. Nein, halt je nach Ort, wirklich je nach Ort. Okay. So, und vor Pandemie war es gesehen, 60, okay, bis 300. Wie seit der Pandemie? Hey, es gibt ganz viele verschiedene Theorien. Jawohl. Und eine ist wahrscheinlich wirklich, dass halt noch Zeugs nachgeholt wird. Okay. Immer noch. Okay. Und alles gleichzeitig siehst und gleich die Übersetzung und gleich eine Umgewöhnung und all das Zeugs. Ich meine, irgendjemand hat mir gesagt, diesen Sommer hätte man 6 Millionen Tickets können kaufen. Okay. In der Schweiz. Okay. Schon noch viel, oder? Boah. Hm. Die schubt das neue Schild an. Das neue Schild kommt? Ja. Ja, man wird es nicht hören, glaube ich. Nein. Und was ist denn jetzt dein Plan? Ziehst du das jetzt durch, bis du Geld verdienst? Oder wie machst du das jetzt? Ich meine, irgendwann... ich habe das Glück gehabt, dass der private Sektor durch das jetzt eigentlich auch besser gelaufen ist. Ja. Der öffentliche Sektor läuft gerade nicht so gut, ja, aber der private Sektor, weil eben jeder Verein irgendetwas nachholt, ja, und da noch Jubiläumsfeier und da, mhm, Weihnachtsessen. Und denen ist ja dann auch egal, wenn nur die Hälfte der Leute kommen. Mhm. Und das Budget ist immer das Gleiche. Okay. So, darum ist jetzt für mich eigentlich so Ende Jahr, hat es etwa gleich ausgesehen wie sonst, mhm, das Ziel wäre, dass sich dann irgendwann wieder bezahlt liegt. Okay. In meinem Fall merke ich aber jetzt schon, dank TikTok und so ein Zeugs, ja, dass man wieder recht, also deutlich näher an die alten Zahlen, okay, kommen. Was machst du auf TikTok? Einfach Stand-Up-Videos, die ich zusammengeschnitten habe, also, okay, zusammengeschnitten, die ich einfach in, out, ja, untertitelt, klar, raus. Okay. So. Okay. Ja. Bist du ein bescheidener Mensch? Ich würde schon sagen, ja. Musst oder Bildwatch? Was? Bescheiden sein?
Aha, nein, ich glaube, ich bin demütig. Demütig. Das ist aber nicht das Gleiche. Eben, demütig. Bescheiden, bescheiden nicht unbedingt. Okay. Ich habe jetzt an Demut gedacht. Demütig schon. Bescheidenheit habe ich irgendwann zumindest abgelegt, im Sinn von keine falsche Bescheidenheit. Ja. Die habe ich nicht gern. Ja. Die habe ich nicht gern. Aber ich glaube, so im Verhältnis bin ich glaube schon eher auf der bescheidenen Seite. Okay. Ja. Du? Also, bescheiden würde ich jetzt auch gleichsetzen, so ein bisschen sparsam. Mhm. Und bin ich beides eigentlich in dem Sinn nicht. Also, ich gebe das Geld schon gerne aus, das ich verdiene, mit voller Hand. Ja. Für was denn? Das frage ich mich manchmal auch. Also, das frage ich mich wirklich manchmal auch. Aber ist nicht so, also, da habe ich so ein bisschen gemerkt. Ich glaube, ohne dass man es bewusst realisiert, ist ja das Schöne, wenn man nicht mehr muss überlegen muss. Das ist der Luxus, oder? Wo ich genau. Sage, ich gehe jetzt posten. Eben, und du sagst dann nicht, oh, das oder das, ja. Weil beides geht nicht. Nein. Und so, oder? Und ich glaube, so passiert es dann, ja. Dass dann einfach nicht einmal aktiv, ja. Dass du es siehst, ja. Dass dann wirklich das Geld einfach so, oh, ja. Jetzt ist wieder weg. Das einzige Lebensmittel, wo ich schaue, dass ich es nicht kaufe, ist irgendwelches Bündnerfleisch für 140 Franken das Kilo. Ja. Da finde ich einfach, okay, ist jetzt okay, ist gut. Da gibt es ja Alternativen, die ähnlich gut schmecken, aber irgendwie bei 70, 80 Franken das Kilo liegen. Ja. Oder? Aber sonst, wenn ich da hingegangen sage, ich habe jetzt Lust auf Rindsfilet, dann kaufe ich Rindsfilet. Und schau jetzt nicht, ist das Aktion oder irgendwie so. Und das ist schon ein Mega-Luxus, wo wir uns manchmal einfach zu wenig bewusst sind, glaube ich. Also ich mir zumindest. Weiss nicht. Ich glaube, das ist genau das, was passiert. Mit, ja. mit der Coupon-Zeitung gehen, posten und schauen, okay, was ist jetzt halber Preis, wo kann ich noch 4 Kilo irgendwelche Teigwaren posten, weil es ist gerade 30%. Yeah. Ja. Ja. Und auch irgendwie, keine Ahnung, indisch, Hypestellen. Ja. Also, ja, nimmst halt 3 Naanbrötchen dazu. Ja, ja oder so. Oder auch schon gemacht, oder? Ich bin allein daheim, Lust auf irgendetwas zu essen. Mhm. Ja, Mindestbestellwert ist so und so viel. Ja gut, dann nehme ich halt noch 4 Liter Coca-Cola dazu, dann bekomme ich auf den Mindestbestellwert. Ja, das sind die teuersten 4 Liter Coca-Cola, ja. die du jemals bestellt hast. Ja, das ist dekadent. Yes. Aber das ist so. Das mache ich. Ich habe dich ursprünglich mal eingeladen, damit wir keine Werbung machen für die Comedy-Männer-Tour. Ja. Aber... okay, ja. Aber ist ja... Ja. Ist ja schon voll. Wann strahlst du es denn aus? Kurz vor... ja, irgendwie auf eigentlich der Freitag, bevor ja. Tour startet. Im besten Fall hat es dann keine Tickets. Eben. Ja. Jetzt hat es noch ein paar wenige Tickets in Hochdorf und in Sur. Ja. Er ist ausverkauft, diese. In Hochdorf habe ich gerade gespielt. Und dort habe ich, ja, Hofdrehen. Und dort habe ich 45 gehabt. In der Braui? Ja. Aber dort haben ja auch 900 Leute Platz. Ja, ich bin natürlich im anderen Raum gesehen. Das ist so schlimm, gell? Ich fühl mich da manchmal schlecht. Ganz ehrlich. Nein, ich meine, ich habe ja nie so irgendetwas gemacht. Also was jetzt irgendwas? Einfach oder, irgendwelche Comedy auf der Bühne oder irgendwie so. Ja. Yeah. Ich habe nie irgendwie mehr 5 Jahre lang in einem Podcast Sporen abverdient. Ja, wie viel Jahre jetzt? 3, 4? Genau, aber ich bin einfach dort reingehockt und hatte es einfach Zuhörer gehabt. Und zwar, keine Ahnung, das x-fache von dem, was andere haben, die auch gute Podcasts abliefern. Oder? Es gibt einen Haufen tolle Podcasts, die einfach niemand hört. Yeah. Wo 1000, vielleicht 2000 Leute hören, yeah. Wenn es hoch kommt, oder? Und das ist ein toller Podcast mit lustigen Inhalten, oder? Und uns hört dann einfach irgendwie das 10-20-fache. Und da findest du so, habe ich das überhaupt verdient? Weißt du, ich meine, also, ich bin ja nur reingeguckt. Ich habe einfach Schwein gehabt, natürlich. Ich meine, aber schau mal, Joel, du machst das jetzt, wie viel, 10, 15 Jahre machst du jetzt in Comedy? 10 Jahre, ja. Du machst das 10 Jahre, jetzt kommen 30 Schneuz. 45 sind gekommen. In Hofdrehen. Entschuldigung, ja. Jetzt kommen 45 Leute, oder? Oder du machst 30 Solo-Shows und verkaufst mit diesen 30 Solo-Shows in dem Fall nachher dann irgendwie, wenn du Glück hast, 2000 Tickets. Eher 3. 3000 Tickets. Ja. So. Wir machen 8 Solo-Shows
Also klar, bis ins Dritte. Und haben es doch voll verkauft. Ja, ja, ich weiß. Ist ja mega geil. Ja, natürlich ist es geil, aber irgendwo finde ich manchmal so, okay. Ja, nimm ihn natürlich. Ist ja nicht so. Finde ich, also ist ja schon toll. Aber irgendwie, manchmal finde ich es also ein bisschen, ist eigentlich auch ein bisschen fies. Ja, aber. Also, erstens empfinde ich es nicht so. Ich finde es überhaupt nicht als fies. Und zweitens bin ich ja super happy mit dem. Also, weißt ich kann es jetzt nicht auf dich bezogen, sondern einfach allgemein. Auf Szenen, auf Leute, die. Ich kann ja jetzt nur für mich reden. Ja, klar, ja. Und darum, von mir aus gesehen, muss ich sagen, voll geil. Und es ist ja auch etwas anderes, wenn du mit einem spezifischen Produkt, das ist ja gerade der Trophy da gesehen, oder? Und das sagt, Leute, Bierzerbube, ist ein Produkt gesehen, wo zweimal das letzte Grund ausverkauft hat, oder? Allein hat es der Gölle nicht geschafft, allein hat es der Trophy nicht geschafft. Der Büssi sagt auch, wahrscheinlich würde er mit seiner Tour, ich sage jetzt, würde es wahrscheinlich auf ähnliche Zahlen kommen, aber er hat gesagt, mit seiner Tour würde er auch nicht so Tickets verkaufen. Ich habe gesagt, würde wahrscheinlich aufs Gleiche kommen. Ich glaube aber, es ist ein ganz großer Unterschied, wenn du eine Limitierung an den Tag legst. Und die Limitierung ist, der hat wie viel bis jetzt gemacht? 3 Live-Events? In Zürich. 2. 3. Ich weiß nicht mehr. Haben wir 3 gemacht? Aha, also wir haben 2 Partys gemacht in Zürich. Haben wir 2 Partys gemacht? 2 oder 3 Partys. Eben. Also, ja. Okay. Und jetzt machen wir eine klar definierte Tour von dann bis dann. Mhm. Das ist es jetzt einmal. Mhm. Oder? Klar kann dann nochmal etwas dazukommen und so weiter und so fort. Oder? Jetzt, wenn du sagst, ich mache sie 10 Jahre, eben in diesen 10 Jahren habe ich irgendwann im 17, 18 habe ich einen deutlichen Sprung gemerkt. Weiss nicht, ich habe irgendwann noch die Liste, wie viel Auftritt im Jahr und so. Oder? Und das ist irgendwie von 45 zu 80 aufgegumpt, oder? Und zu 100. Und dort sind eben 30 Solo-Shows dabei. Und das ist so ein bisschen. Ist ja, ein Drittel vom Ganzen. Und dann hast du aber noch Privat-Events, hast noch Mixed-Shows und es kommt irgendwie alles schön zusammen. Ja. So, oder? Und dann stimmt es als Ganzes. Oder? Dann stimmt es als Ganzes super. Ja? Und ich glaube auch, wenn ich jetzt zum Beispiel nur alle 3 Jahre würde sagen, ich gehe 2 Monate auf Tour, dann würde ich das auch ein bisschen mehr kondensieren. Oder? Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass wir Luft hätten für 30 Shows im Jahr. Auf dem Niveau. Ja. Yeah. Das glaube ich nicht. Yeah. Ich glaube nicht, dass wir 30 Mal sagen, jetzt etwas einen 500er Schnitt machen. Das glaube ich nicht. Ja, ja, eben. Es ist eben die Begrenzung von Zeit und von Ort, wo es exklusiver und einmaliger macht. Ja. Oder? Und das ist das Problem von allen Schweizer Artists, sage ich jetzt mal. Die Leute fragen immer, wenn gehst du auf Tour? In der Schweiz bist du immer auf Tour. Ja. Das gibt es nicht. Und deutsche Kollegen, Kolleginnen, die sagen dann mal, nach 2 Jahren sagen sie, jetzt! Die 2 Monate bin ich auf Tour, oder? Und dann ist ein super dichter Tourplan und dann spielen sie wirklich 60 Mal in diesen 2 Monaten, irgendwie 2 Off-Days und so. Und dann packst du das alles zusammen, oder? Das ist ja auch, wenn die Leute für einzelne Shows in die Schweiz kommen, ja klar, dann fühlst du das Volkshaus, weil du bist einmal im Jahr überhaupt in der Schweiz. Yeah. Okay, dann spielst du im Volkshaus, ist klar. Wenn ich so sage, wegen mir reist jetzt wahrscheinlich niemand von Hofter auf Zürich ins Volkshaus. Yeah. Aber in Hofdre bist du kommen. Aber in Hofdre kommen gleich 45. Ja. Also dann haben die dort 45 auf. Dann haben die in Zürich halt 200, 250 auf oder was auch immer sind. Und so stellt sich das dann langsam zusammen, okay. Oder? Aber du gehst für den Schweizer Künstler gehst du selten nebeneinander an in der Schweiz. Weißt du. Für Deutsche, Englisch. Ja, da fliegst du sogar irgendwo her. Ja. Aber es ist genau das. Ich kann gerade Felix Lobrecht schauen, ich fliege auf London. Auf London, nicht auf Berlin, oder? Ja, ja. Ja, ist so. Ja. Aber gut, schön haben wir darüber geredet. Du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen. Nein, was heißt nicht? Schlecht ist das falsche Wort, aber ich habe einfach Glück gehabt. Halt, haben die zwei, ich meine, ich habe die sind ja der Aaron und der Stefan sind immer zu mir gekommen, willst du auch noch mitmachen? Willst du mitmachen? Ja, gut, komm halt auch. Yeah. So ist das gewesen. Ja, schlecht fühlen ist das falsche Wort, aber es ist mir so. Manchmal denke ich so, okay, da rappelt sich der irgendwie 10 Jahre lang da umeinander, oder? Und, aber du siehst dich eben nicht ganz, wenn du sagst, du hast deine 30 Solos, aber du hast noch irgendwie 90
bis 70 noch mal weitere Auftritte. Oder? Yeah. Und dann musst du das Gesamte sehen, oder? Absolut. Ja, das stimmt. Gut. Was haben wir denn jetzt für Zeit? Ja, jetzt können wir aufhören. Jetzt können wir? Ja, also man hat es schon vor einer halben Stunde aufhören. Lass denn irgend das jemand bis zum Schluss? Hey, was hast du dafür Wert? Retention? Ja. 80%. Durchgehend. Echt? Mhm. Krass. Ich bin nicht doch. Ich weiß auch nicht warum. Gut. Vielen herzlichen Dank. Da kommt jetzt eine Verabschiedung, oder? Nein, danke vielmals. Du, es war mir sehr eine grosse Freude gewesen. Mir auch. Ich habe wirklich gehofft, er lässt mich nicht ein, aber das ist halt doch passiert. Schöne Scheiße. Gell. Ja. Ich wünsche dir... Muss ich den nachher bewerben auf meinen sozialen Kanal für dich? Musst nicht. Das ist alles freiwillig. Aber du erwartest es schon ein bisschen. Nein, auch das ist mal... Ah, komm. Nein. Ja, komm. Ja. Wenn du willst, natürlich. Gut. Aber ich denke mal darüber nach. Schickst du mir dann den Link. Ist das eigentlich auch auf Spotify oder ist das nur auf YouTube? Nein, ist auf Spotify okay. Und auf Apple und okay. Google und... Ich kenne es aber nur vom YouTube her. Wirklich? Ja, du bist so eine... Ich habe YouTube Premium, weißt du? Ja, du bist so ein All-Inclusive-Schauer. Das ist geil. Ja, nein, ich schaue viele YouTube-Videos während dem Auto fahren. Mhm. Also wenn ich den Bildschirm schwarz stelle. Ja, weil das kannst du im Premium. Genau. Das finde ich aber geil. Ja. Gut, auch mit Musik und eben all das Zeug. Ja. Sehr gut. Ja. Bon, viel Erfolg. Dir auch. Danke vielmals. Danke ebenfalls. Und auch Christoph, vielen Dank. Danke Christoph. Alles Liebe. Bis bald. Peace.